Gestatten? Das ist Daniel und Manu zu Jansberg. Das tut jetzt nichts zur Sache. Jedenfalls muss ich auf meine kleine Gruppe hier aufpassen. Sieh sie nach, sie sind jetzt nicht unbedingt so alte Knochen wie du und ich. Das heißt, wenn sie mal irgendetwas sagen, was dich aufregt oder was dir nicht so in den Kram passt, dann hör einfach nicht hin. Aber ich muss jetzt los, sonst heult Jandrik wieder rum, dass wir nicht vorankommen. Ja, Huhu hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA in einer sehr freien Variante und wir spielen die Splitterdämmerung. Träume von Tod heißt das Abenteuer und heute mit dabei Sierra als Mora Wallrand, die Schmugglerin. Hallo, guten Abend miteinander. Und der Kakko als Osko, der Pereine Novize. Einen wunderschönen guten Abend. Und Marot als Jandrik, der Golgarit. Hallo. Und der Ossi als Astanio, der Weißmagier. Hat jemand Feuerball gesagt? Ja, und Elanor ist heute leider verhindert und kann nicht bei uns dabei sein. Schöne Grüße an dich, Elanor, falls du das später schaust. Und ja, der Chat wird dich, glaube ich, auch vermissen, wenn nicht nur wir. Aber wir geben unser Bestes, Elena gut zu vertreten hier. Gut, wir sind ja jetzt schon in der 19. Folge. Aber ich gebe euch mal ganz kurz nochmal eine Zusammenfassung, worum es geht. Die Heldengruppe ist angewiesen von einem westlichen Heer, die Ostrabenmark. Die Rabenmark ist ein Teil Aventuriens. Ich kann das jetzt mal anblenden. Hier, das ist ein Landstrich. Die ist geteilt in der Borbarad-Krise, im großen Borbarad-Krieg, hat der dunkle Herr da über die Rabenmark den Westen Aventuriens das Mittelreich angegriffen. Und nachdem er besiegt worden ist, trotzdem Teile dieses Landstrichs in den Händen der Borbaradianer bzw. der Dämonenpaktierer geblieben. Dieser Abschnitt der Rabenmark, die Ostrabenmark, ist in den Händen von Targunitod-Anbetern. Das sind Nekromanten und Targunitod ist halt die dämonische Herrin der Untoten und des Todes. Und der Träume, der Albträume. Und unsere Heldentruppe ist hier als Speerspitze in der Ostrabenmark unterwegs und sollen einem westlichen Heer aus Golgariten, Rondrianern, Praioten und weltlichen Ritterregimentern und Magiern den Weg ebnen. Denn die Ostrabenmark soll von den Anhängern der Dämonen befreit werden.
Und man möchte auf Altzoll marschieren. Altzoll, seht ihr auch auf der Karte, ist die Hauptstadt. Und momentan befinden sich die HeldInnen in Geisfeld. Das seht ihr ziemlich links auf der Karte. Und dort ist es eigentlich sehr merkwürdig, denn wir haben gerade Winter und trotzdem hängen überall Feldfrüchte an den Bäumen und auf den Feldern. Und man hat herausgefunden, dass die Stadtbewohner wohl Blutopfer darbringen und dadurch Erdgeister oder so etwas hervorrufen, die die Felder sprießen lassen, selbst im Winter, und Ertrag bringen. Der Stadtbevölkerung geht es super gut, sie sind alle wohlgenährt und alle total zufrieden eigentlich. Und das einzige Problem, was sie haben, ist, dass sie ständig von Barbaren angegriffen werden, die angeblich ihre Kinder klauen. Beim letzten Mal haben wir dann erfahren, als Jandrik sich mit den Barbaren getroffen hat, dass die Barbaren die Städter beschuldigen, wiederum Kinder zu klauen. Also die beschuldigen sich gegenseitig. Und das lässt die Helden natürlich hellhörig werden. Mora hat auch eine kleine Vergangenheit in dieser Stadt, denn dort gibt es einen reichen Mann, der ein großes Weingut besitzt und viel Einfluss hat in der Stadt, für den sie mal in einer Art Söldnerin gearbeitet hat und den sie auch betrogen hat. Wobei man nicht genau weiß, ob er das weiß, dass sie ihn betrogen hat. Auf jeden Fall waren das keine guten Erinnerungen an früher. Ja, und beim letzten Mal hatten wir außerdem eine Nachricht, die Astanio bekommen hat. Astanio hat den anderen erstmal offenbart, dass er eine Art Dämonenmal besitzt, also eine Markierung eines Dämons auf sich trägt, der Interesse an ihm zeigt. Er hat keinen Pakt oder so etwas, aber er ist im Fokus eines Dämonen. Welcher genau, weiß er noch nicht so richtig. Also er hat Vermutungen, aber so tief sind seine Forschungen noch nicht vorangeschritten, obwohl er inzwischen aus der Ostrabenmark auch dem verbotene Bücher mit sich führt und darin auch studieren kann. Und vielleicht findet er da ja noch ein paar wichtige Hinweise. Aber nachdem die anderen da ja auch aus allen Wolken gefallen sind, ob dieser Offenbarung, gab es ein Angebot eines dunklen Fremden, der sich als Sulman Alvenisch entpuppt hat, der mit dem Elena eine Vergangenheit hat, der dem Weißmagier Astanio angeboten hat, ihm zu helfen. Und er möchte sich mit ihm treffen. Und aufgrund von Elenas Vergangenheit mit diesem Alvenisch wisst ihr, und Mora hat es schon länger vermutet, weil der ja immer mal wieder irgendwie aufgetaucht ist als dunkle Gestalt in eurer Umgebung, dass es sich bei Alvenisch um den sogenannten Seelensammler handelt, der hier in der Ostrabenmark umgeht, der auf untoten Rössern durch die Gegend reitet oder auf untoten Drachen durch die Luft fliegt und Seelen einsammelt für Tagunitot, denn dieser Seelensammler soll genau wie Golgari für Boron der Sendbote für Tagunitot sein. Und der möchte sich mit euch nun in der Nacht auf einem Friedhof treffen. Und das Problem ist aber, wir haben noch einen kompletten Tag zu bespielen, bis wir die Nacht haben. Und wir hatten die Gruppe verlassen beim letzten Mal, als wir im Morgengrauen waren. Das heißt, wir können da gleich nochmal in ein paar Gespräche einsteigen, denn Astania hat auch noch gemerkt, dass diese Stadt Geisfeld auf einer magischen Quelle liegt. Also nicht auf einer Quelle, sondern auf einem Durchfluss liegt. Und er hier sehr viel magische Energie anzapfen kann, die er kaum richtig kontrollieren kann. Zumindest hat die sich auch verselbstständigt in der Nacht. Gott sei Dank in positiver Form. Und die magischen Energien müssen nun von Astanio auch
gut durch, natürlich für einen Weißmager, da ist er geschult drin, in Konzentration und in mit magischen Fokussierung in Zaum gehalten werden. Aber das lernt man als Magier da. Das ist nur ungewohnt für Astanio, denn so viele magische Energie gibt es sonst nur irgendwie in den magischen Akademien, wo man die ganze Sache halt lernt und nicht irgendwo in irgendeiner komischen Stadt im Ostraben mag. Merkwürdig, dass das auch noch nur von niemandem bekannt ist, sonst hätte, warum hier noch keine Magier groß vor Ort sind oder so. Und das ausnutzen. Das ist sehr komisch. Ja, und eine Sache noch zu dieser Runde, falls ihr das erste Mal hier reinschaltet zwischendurch und jetzt im Chat irgendwie sein wollt, möchtet oder so, wir werden gleich in Time gehen, vermutlich nicht vernünftig auf den Chat reagieren. Ich lese alles und wir lesen alles und hin und wieder antworte ich sicher auch, aber nehmt uns das nicht krumm, falls wir das nicht machen, denn wir möchten uns auf das Spiel konzentrieren. So, viel habe ich. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was wichtig wäre? Aufnahme starten. Bitte nochmal? Die Aufnahme starten. Ach so, ja, klar. Sicher das. So, dann begeben wir uns dann mal in die Rabenmark hinein. Eigentlich ist es ein sehr schöner Wintermorgen. Die Sonne hat kein Verdeck zwischen Wolken, denn der Himmel ist wolkenlos. Phaios-Streibe strahlt auf euch herab, wenn ihr denn nach draußen geht oder durch ein Fenster schaut. Reges Treiben auf den Straßen von Geisfeld. Die Leute gehen ihrem Tagwerk nach. Ein Markt, der ja in der letzten Zeit zerstört worden ist, zum Teil durch den Angriff der Barbaren, wird repariert und wieder aufgebaut. Menschen versuchen, ihre Waren nach draußen zu schaffen und man hört auch die ersten Marktschreier, denn euer Gasthaus liegt ja direkt am Markt. Außerdem hört man geschäftiges Treiben aus dem angrenzenden Gebäude, denn ihr seid ja nicht nur in einem normalen Gasthaus, sondern dort ist eine Brauerei und Winzerei angeschlossen und sehr viele Menschen scheinen dort nun auch lautstark zu arbeiten. Vielleicht sitzt ihr gerade in der Stube und genießt euer Frühstück, das ihr euch wohl verdient habt oder beziehungsweise wohl bezahlt habt. In der Gaststube selber ist wenig los. Außer euch sitzt momentan gar niemand und die Wirtin blickt etwas mürrisch, während sie die ersten Sachen schon wieder von dem angebotenen Buffet, das dort aufgebaut war, schon wieder abräumt, mürrisch zu euch herüber und verschwindet dann immer mal wieder in einem hinteren Trakt, wahrscheinlich einer Küche oder einem Vorratskeller, Vorraum oder so etwas. Aber sie lässt euch in Ruhe vorerst. Nun gut. Wie wollen wir jetzt vorgehen heute? Was wollen wir machen? Wir warten den Tag ab. Und wir warten auf den Nacht, schlage ich vor. Wir wissen nicht, was wir hier tun sollen, bevor wir diesen Mann nicht getroffen haben. Das ist schon richtig. Aber irgendwie missfällt es mir irgendwie, die Zeit so zu verschwenden hier. Ich will mich zumindest noch mal umhören. Vielleicht finden wir auch so noch etwas heraus. Ich will zu den Drollzackern, aber ich fürchte, die Reise könnte zu weit sein. Ich werde es morgen machen. Denkst du denn, sie halten sich hier noch in der Nähe auf?
Sie haben mir angedeutet, wo ich sie ungefähr finden kann. In den Bergen werde ich sie suchen. Wir sollten uns vielleicht mal überlegen, wie, und Astanio senkt diese Stimme, wie wir eine Möglichkeit finden, die Gunst der Bürger hier zu erlangen für die Sache. Ihr seht, es geht ihnen leider ziemlich gut. Mit Reichtum und Wohlstand können wir sie wenig locken, in diesem Fall. Ich frage mich, ob wir ihre Gunst überhaupt gewinnen können. Und ob wir sie überhaupt gewinnen müssen. Asalio legt die Stirn in Falten, als Jandrik das sagt. Und schaut ihn fragend an. Dieser Ort ist so lange gefährlich, wie er eine Festung ist, wie er verteidigbar ist, wie die Ressourcen, die hier gelagert sind, für eine mögliche feindliche Armee nutzbar ist. Gleichzeitig ist aber diese Kornspeicher auch eventuell der Posten, der am wichtigsten sein könnte, um in die Ostrabenmark einzufallen. Wenn wir nur mit Dämonennahrung diesen Krieg gewinnen, können wir den Krieg auch gleich sein lassen. Was die Sache mit der Dämonennahrung angeht, ich habe noch ein bisschen Nachforschung betrieben. Auch wenn es sich hier um so eine Art alten Reinekult handelt, gibt es keine Anzeichen dafür, dass es zwangend etwas mit Dämonen zu tun haben muss. Auch wenn die Methoden barbarisch sind, bedeutet das nicht direkt, dass es in irgendeiner Weise ein Pakt mit einem Dämon angegangen wurde. Nenn es, wie du willst. Sie opfern Tiere und sie haben angedeutet, dass sie es auch mit Menschen tun. Es ist mir völlig egal, was sie glauben anzubeten. Letztlich beten sie Dämonen an, ob sie es wissen oder nicht. Nun, wenn du in diese Richtung denkst, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Wir brennen alles nieder. Ich würde erst einmal die Kornkammer abbrennen. Das ist doch was nicht ist dasselbe? Ernst, oder? Ich meine, das sind Ressourcen, die dringend gebraucht werden. Die einfach vergeuden? Wir haben das ganze Mittelreich auf unserer Seite. Dieser Krieg ist seit Jahren geplant. Jandrik, achte doch darauf, dass er nicht so laut spricht. Schaut noch mal rechts und links. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir ein paar Kornkammern von irgendwelchen Dämonenanbetern brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Aber wir können es nicht leisten, dass er in die Hände des Feindes fällt. Oder diese Magie, die hier haust. Wir müssen dieses Gebiet sichern. Das müssen wir in jedem Fall. Aber wir brauchen weder die Menschen, noch brauchen wir die Nahrung. Und Leute, die bereit sind, andere Menschen zu opfern, die will ich überhaupt nicht auf meiner Seite. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Braios-Kirche das ganz genauso sehen wird. Stanio presst die Lippen aufeinander. Das heißt, du würdest das ja alles abfackeln wollen? Ich sag doch, lass uns warten auf heute Nacht. Das ist noch eine Gleichung, die wir noch nicht einrechnen können, dieser Mann. Was tut er hier? Was will er hier? Warum verfolgt er uns? Wir können nichts planen, bevor wir das nicht wissen. Und wir müssen natürlich zumindest dazu beitragen, dass man diese Kinder wieder findet, bevor wir hier alles in Schutt und Asche brennen. Asanio lehnt sich zurück und murmelt etwas von, wird mich nicht wundern, wenn das auch mit den Dämonenpaktieren zu tun hat. Und Asanio lehnt sich wieder nach vorne und schaut Jandrik in die Augen. Er schaut ihn an. Kalt. In Astanios Auge ist ein gewisser Glanz. Was ist, wenn die Leute herausfinden, dass die Dämonenpaktierer die Kinder entführt haben?
Wenn sie sich dann auf unsere Seite schlagen, wäre das was anderes. Ganz genau. Aber mir gefällt es immer noch nicht, mit Leuten, die so etwas zulassen, zusammenzuarbeiten. Elena schaut dich streng an, Jandrik, und meint dann, du hast hier nicht gelebt. Wir haben alle schlimme Dinge getan hier. Wir haben das getan, was nötig ist, um zu überleben. Und das machen diese Menschen hier auch. Ja. Ich glaube, niemand, der hier in der östlichen Rabenmark lebt und länger lebt als vielleicht 5 Tage, der kann sich von dieser Schuld in irgendeiner Weise freisprechen. Möchtest du jeden, der irgendeinen Seelenmakel hat, hier in diesem Land töten? Dann ist das Land nachher frei von Menschen. Wir können aber auch nicht jeden retten. Aber das, wir müssen es auch nicht darauf anlegen, jeden zu töten. Das habe ich nicht gesagt. Das klang aber so. Ich habe nur gesagt, dass wir diesen Ort vernichten müssen. Wenn die Leute dann fliehen, ist das ihre Menschen. Sache. Wir können es uns nicht erlauben, ihn zu stehen zu lassen. Wir müssen entweder sicher sein, dass wir ihn in unsere Kontrolle haben, oder, Astanio, liege ich damit falsch, dass du, was auch immer hier ist, es nutzen könntest, um, was weiß ich, für entsetzliche Kräfte zu entfalten und dass das jeder andere auch könnte. Jeder andere Zauberer oder Hexer oder was auch ich, was weiß ich. Nein, damit liegst du nicht falsch. Dann muss dieser Ort kontrolliert werden oder vernichtet werden, eins von beiden. Ja. Aber warum nicht zuerst versuchen zu kontrollieren? Also weil wir eine Handvoll sind. Und du eben noch gesagt hast, dass jeder, der hier magisch begabt ist, unglaubliche Kräfte entfalten kann. Wie sollen wir dagegen gewinnen? Aber wie gesagt, das alles, diese ganze Diskussion macht erst Sinn, wenn wir wissen, was dieser Mann von uns will. Ja, wir müssen unbedingt herausfinden, was er will. Oder zumindest herausfinden, was er über das Verschwinden der Kinder weiß. Vielleicht weiß er ja mehr als wir. Vielleicht weiß er gar nichts. Dieser Mann ist kein Mann, Jandrik. Ich weiß nicht, was er ist. Er ist ein Dämon. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen in Kurkum. Können wir ihn erschlagen? Die Schwertkönigin Worte vermochte nicht, ihn zu schlagen. Denn so sehr ich Astanios und meine Kampfkunst hochhalte, aber wenn die Schwertkönigin es nicht schafft. Und er hat sogar das Drachenfeuer überlebt, das auf Kokum niederging. Verstehe. Er ist gefährlich, Astanio. Ja. Ich glaube, es ist unglaublich gefährlich, sich mit ihm zu treffen. Und eigentlich würde ich jetzt lieber sagen, tu es nicht. Aber ich glaube, wenn er sich mit dir treffen will, dann wird er sich mit dir treffen. Wir haben aber eine Sache noch nicht bedacht. Das Dämonen mal zeigt an, dass ein Dämon Interesse an dir hat. Es zeigt nicht an, welcher. Das wäre naheliegend, dass er es ist. Ganz genau. Frag ihn danach. Nein, ich meine es ernst. Was hat er zu verlieren, wenn er es dir verrät? Was hat er zu gewinnen? Ein Hebel. Er könnte natürlich lügen. Ich glaube, an seiner Stelle würde ich auch lügen und behaupten, dass es von mir sei. Weil damit gewinnt er Macht über dich. Nein. Du willst es loswerden. Natürlich möchte ich es loswerden, aber... Und
Astanio verschränkt die Hände. Nur wegen dem Interesse eines Dämones hat er noch lange keine Macht über mich. Dann sollten wir zusehen, dass es auch so bleibt. Er kann mich beeinflussen. Das reicht mir schon. Er hat dich schon beeinflusst. Astanio schaut mit einem vernichtenden Blick rüber zu Elena. Knirscht mit den Zähnen, schaut er sehr ernst zurück. Nun denn, und Astanio steht auf. Wenn wir nichts über das Verschwinden rausfinden, jedenfalls nicht von ihm, dann würde ich vielleicht andere Strippen ziehen. Dann würde ich vielleicht zu Jardin Schwarzbach gehen und eine große Welle schieben. Das würde ich gerne sehen. Und welche Welle möchtest du schieben? Nun ja, es war jetzt schon das zweite Mal, dass Barbaren in diese Stadt eingefallen sind. Und anscheinend auch mit einem Komplizen, sonst wären sie nicht durch das Tor gekommen. Das heißt, dass hier Wachen und engagierte, wie auch immer, Schwarzhelme hier ihren Job nicht tun und es anscheinend nicht verhindern konnten. Das heißt, dass dieser Komplize mit den Wilden unter einer Decke steckt. Und den kann man finden. Und den kann man noch schneller finden, wenn man einen Freibrief bei sich trägt. Ein Freibrief für ein schickes Kopfgeld. Und da werde ich für sorgen, dass es hoch genug ausfällt. Und ich glaube, niemand in dieser Stadt hätte etwas dagegen, wenn diesem Verschwörer oder diesem Kinderräuber das Handwerk gelegt wird. Wie kann man sich schneller beliebt machen? Das ist nur ein Hebel, eine Möglichkeit. Eine auffällige, vielleicht auch lukrative. Aber damit das funktioniert, musst du jemanden ausliefern. Erstmal nicht. Erstmal muss ich den Hebel bekommen. Und so einen Brief, der einem mehr oder weniger Tür und Tor öffnet. Und dann kann man sich bei den richtigen Leuten eventuell umhören, wer verdächtigt wird. Und so wie ich die Politik hier einschätze, können vielleicht manche Leute es gar nicht abwarten, den einen oder anderen Nachbarn anzuschwärzen. Und dann wühlen wir in dreckigen Laken. So lange, bis wir etwas rausfinden. Und was ist, wenn dein guter Gutsherr selber was mit der Sache zu tun hat? Dann wird er der Letzte sein, der möchte, dass dahinter geforscht wird. Richtig, deswegen wissen wir ja alle, dass dieser Komplize wahrscheinlich selbst zu diesen Wilden gehört. Warum denn auch nicht? Und dieser Komplize, der die Tore aufgemacht hat, wer sagte nicht, dass der Drahtzieher ist, hinter den Kinderräubern? Vielleicht hat er die Wilden ja sogar nur angestachelt davon. Es gibt da einen Schuldigen und wir kennen ihn doch schon längst, Astanio. Wir brauchen nur die richtigen Mittel, um ihn zur Strecke zu bringen. Du möchtest also den guten alten Bauernmob gegen den Gutsherrn aufwiegeln? Nein, gegen den, der heute der Verantwortliche ist. Und mein Gott, ja, den Schwarzbach ist ein alter Freund. Wir wissen alle, dass er nicht dahinter steckt, oder? Naja, solange, bis wir das Gegenteil rausfinden. In jedem Fall wird es Chaos verursachen und das kann uns nur helfen. Und vielleicht bringt es uns ein paar Freunde. Wahrscheinlich auch Feinde. Damit müssen wir rechnen, aber damit rechnen wir doch immer. Wenn das Heer anrückt und die Stadt sich nicht einig ist, ist das von Vorteil. Wir können zumindest mal einen Verdachtsmoment schüren. Und ich glaube, in dieser Position können wir lenken, in welche Richtung es ausschwenkt. Vielleicht macht es auch Sinn,
die Verdachtsfälle, wenn wir schon nichts Konkretes haben, gegen die zu richten, die die Stadt im Angriffsfalle des anrückenden Heers verteidigen würden. Gegen die Drachengarde. Ja. Die scheinen mir hier eh nichts besonders beliebt zu sein. Ich meine, wollte... Und jetzt ist es Mora, die nochmal mehr die Stimme singt. Die Kinder, die wir gerettet haben. Der Kerl, der wollte sie doch zur Drachengarde bringen. Irgendwer, es war doch so, dass da ein gewisser Bedarf besteht. So lautet das doch. Warum? Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Aber ja, die Bevölkerung gegen die Drachengarde aufzubringen, wäre natürlich das Ideal. Ich meine, die haben ihre Pflicht nicht getan, beim Angriff das Tor zu verteidigen, oder? Richtig, ziemlich lausiger Job. Und ich glaube, wenn ich das ein wenig lauter sagen würde, wird sich schon irgendwer finden, der sich darüber empört, oder? Es brauchte 4 Helden auf dem Dorfplatz, um die barbaren Angriffe abzuwehren. Richtig. Wo ich mich hier gerade erinnere, sind sogar 2 der Helden dabei umgekommen. 1, 2. Irgendwer muss sich daran erinnern. Ich meine, ich bin so nicht so gut im Redenschwingen, aber wir haben zum Beispiel Ostanio. Der war mitten dabei. Redenschwingen? Ostanio verzieht alle Augenbraue. Warum Redenschwingen? Warum? Ich meine, es macht auch die Lautstärke, die Musik. Ich glaube tatsächlich, dass eine solche Botschaft, solche Gespräche am besten von dem scheinbar harmlosesten unserer Gruppe am glaubwürdigsten wären. Wenn Osko ganz unverbindlich solche Gesprächsthemen in der Stadt verbreitet, wird man am ehesten zuhören. Ihn wird niemand der Angeberei bezichtigen. Das stimmt. Ja, ob das ein Kompliment war, aber da hast du wahrscheinlich recht. Ich könnte eventuell erneut zum Unterricht gehen. In diesen Stunden sind viele Menschen anwesend. Und generell wirken die Leute hier nicht sehr glücklich darüber, dass die Drachengarde hier ist. Es ist halt ein notwendiges Übel für die Barbaren, aber keiner hat wirklich Lust auf sie. Sag, wer war anwesend bei dieser Unterrichtsstunde? Was sind das für Menschen? Allerlei Menschen. Es sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Immerhin hat die Bürgermeisterin ja wohl das Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger mündig zu machen. Deswegen sind auch verschiedenste Leute da. Und auch nicht gerade wenige. Gut. Das heißt, wir warten ab bis heute Abend, bis wir mehr wissen. Osko kann sich ja weiter umhören und ganz diskret gewisse Meinungen verbreiten. Ja. Ich halte mich zurück. Ich bin noch nicht so bekannt hier, das soll das so bleiben. Meinetwegen. Aber ich werde auf jeden Fall nicht warten können. Ich muss irgendwas machen. Auch wenn ich mich nur noch mal in diesem Heiligtum umschaue. Ich habe letzte Nacht noch etwas gelesen. Vielleicht finde ich noch mehr heraus. Ja, ich würde auch bis morgen warten. Bis nach dem Treffen. Und dann würde ich zu Schwarzbach gehen. Je nachdem, was wir heute Abend rausfinden. Ich glaube, ich höre mich mal bei der Wache um. Gute Idee. Vielleicht unter dem Vorwand,
Ein paar der gefallenen Büttel müssen ja wahrscheinlich ersetzt werden, ne? Ich denke, ja. Einen guten Schwertarm, einen Söldner wird man wohl brauchen. Hör dich mal um, vielleicht erzählen die ja, warum sie so viele Kinder rekrutieren. Dann los, wir haben keine Zeit zu verlieren, oder? Ja. Ja, und so stromert ihr jeder auf seinem eigenen Pfad durch die Stadt während dem Tag. Und würde jetzt gern noch mal kurz dann wissen, wer alles genau was jetzt in Erfahrung bringen will und wie. Und dann entscheiden wir, was ihr rausbekommt. Informationen. Vielleicht fangen wir mit Osko an. Osko möchte sich auf jeden Fall wieder unter die Leute mischen, vor allen Dingen halt gerne wieder an einer dieser Unterrichtsstunden teilnehmen. Und da ja nun mal viele Leute anwesend sind, würde Osko versuchen, zumindest einmal rauszuhören, ob da eine Person halt von diesem Kinderverschwinden betroffen ist, ob da irgendwelche Eltern sind von verschwundenen Kindern und die dann vielleicht nochmal ansprechen darauf. Also jetzt nicht so direkt, aber das so mal anklingen lassen, dass ich da als Reisender halt was von gehört habe und dementsprechend dann vielleicht so ein bisschen dezent nachhaken möchte. Und andernfalls wird Osko, das, was er ja sowieso gerne machen will, seinen Unmut über die Drachengarde kundtun. Natürlich auch nicht lautstark, sondern eben so verlautbaren lassen, ne, dass er die ja auch schon selber aus Schwarzhöhe kennt, ne, wie ruppig die da teilweise vorgehen und sich irgendwie aufspielen. Aber dann hier bei so einem Barbarenangriff, dass irgendwelchen Heldinnen und Helden hier überlassen müssen, die Leute zu verteidigen. Und das sind vor allen Dingen unter Leuten, würde ich mal kundtun. Also nicht im Beisein dieses Lehrers, sondern in so kleinen Nebengesprächen. Mhm. Ja, du findest tatsächlich Betroffene, aber auch welche, die einfach nur an der Thematik interessiert sind. Was du herausbekommst, ist, dass es halt irgendwie schon... Ja, also immer mal wieder, irgendwie seit die Stadt gegründet wurde, die liegt halt sehr nah an den Hügeln, an den Trollzacken. Und deswegen kommen die Barbaren halt immer mal wieder, vor allen Dingen im Winter, aus den Bergen hinab und versuchen, die Städte und Dörfer zu überfallen, um dort Lebensmittel zu stehlen und so, ne, um über die Runden zu kommen. Und die einmündige Meinung halt zu diesen Menschen, zu diesen Barbaren, ist halt wirklich, dass das Wilde sind. Und es gibt die gruseligsten Gerüchte, die sich die Menschen halt untereinander und die Osko dann auch irgendwie aufschnappen kann. Irgendwie, das sind alles, die haben so Schamanen und vielleicht die Kinder sind ja verschwunden, nachdem die da angegriffen haben. Das heißt, die haben die aus den Häusern geklaut und machen bestimmt irgendwelche blutigen Rituale mit denen. Die beschmieren sich ja auch mit Blut, wenn sie angreifen und haben irgendwie immer so komische Tätowierungen und Narbenmuster auf ihrer Haut, die sie tragen. Und generell sind die total unzivilisiert und man traut denen halt alles zu. Und das sind so die Sachen, die du über die Barbaren in Erfahrung bringen kannst. Du findest auch eine Person, die dir da irgendwie erzählen kann, dass auch die Drachengarde vermehrt halt nach den Familien gefragt hat. Und irgendwie, als die Verstärkung eingetroffen ist vor ein paar Tagen, also kurz bevor die Barbaren das letzte Mal angegriffen haben, hat die Drachengarde Verstärkung bekommen. Hat dieser, der Hauptmann, der die Verstärkungstruppen angeführt hat, dafür gesorgt, dass die Drachengarde von Haus zu Haus gegangen ist und vor allen Dingen Familien befragt hat nach besonderen Vorkommnissen und es sollte so ein offizieller, so eine Zählung sein, wer denn alles in der Stadt ist und so. Aber der Mann, mit dem du redest, der glaubt da nicht ganz dran, weil warum soll man bei einer Zählung danach fragen,
welche Talente ein Kind besitzt. Und vor allen Dingen haben die nach dem Stammbaum gefragt. Also wer Vater und Mutter sind. Und vermehrt irgendwie Interesse gezeigt an Kindern, wo ein Elternteil fehlt. Und dann immer ganz nah nachgefragt, warum und wieso und wie es dazu kommen konnte und wie alt das Kind genau ist und so weiter. Wie hieß der Mann, von dem ich die Information habe? Moment. Guck mal nach. Stjojko heißt der. Okay. Den habe ich dann auch bei einer dieser Unterrichtsstunden gefunden. Genau, ja. Du hast mit ganz vielen Leuten geredet. Und der ist halt derjenige, der am plapperigsten war, was die Garde angeht. Mhm. Okay. Er hat irgendwie erzählt, er wollte früher auch mal zur Drachengarde oder so, aber die haben ihn nicht genommen, weil er irgendwie so einen Auswuchs am Fuß hat und der verheilt nicht so richtig gut und deswegen kann er nicht so schnell laufen. Und deswegen haben sie ihn nicht genommen. Und es ist ein Erntehelfer. Okay. Ja, wo treibt sich Astanio rum während des Tages? Astanio würde gucken, ob es so etwas wie eine öffentliche Bibliothek geben würde. Es gibt so etwas Ähnliches wie eine Bibliothek. Es gibt halt so eine Art Stadthaus. Und was suchst du da genau? Er würde versuchen, Informationen über einen gewissen Seelensammler, ein Alvenisch, Dämonologie und sonstige Sachen, die etwas mit seinem Zustand oder mit allgemein der ganze Gruppenhilfe könnte. Mhm. Ja, über den Seelensammler findest du allerlei Geschichten, die so Geschichten, die sich im Volk erzählt werden. Dass der halt über mit seinem untoten Pferd durch die Lande reitet und ja, die Seelen der Leute einsammelt im Auftrag von Tagunitot und über die Untoten herrscht. Findest auch eine Geschichte, die ein bisschen verworren ist und wo auch ganz viele Brocken fehlen, wo du dir ein bisschen was zusammenreimen musst, die auch in einer fürchterlichen Handschrift geschrieben ist. Fiese Sachen behauptet werden und auch ketzerische, gegen die Zwölfgötterkirche ketzerische Gedanken. Wahrscheinlich würde Jandrik das Buch deswegen wegen dieser kleinen Geschichte wahrscheinlich sofort verbrennen wollen. Aber der Seelensammler soll angeblich auch mal soll der Bruder von Golgari sein und verwandt sein mit Boron oder sowas zu tun zu haben mit Boron. Und irgendwann in Ungnade gefallen sein. Also früher sollen diese Totenvögel und Sendboten Borons mal zusammengearbeitet haben, ehe der Seelensammler von Tagunitot abgeworben wurde. Und zu Alvenisch findest du nichts wirklich. Du findest ein paar Bücher aus dem Bombardianismus, also ein paar Aufzeichnungen der Bombardianer in der Stadt. Und da taucht der Name so ein paar Mal auf und du kannst dir so zwischen den Zeilen ein paar Sachen zusammenreimen, nämlich, dass der wohl in Brabak Dämonologie studiert hat. Und in Brabak Dämonologie studiert und danach noch in Fasar Beherrschungsmagie. Wie weit ist Brabak weg
Brabak ist, glaube ich, eher sehr weit weg. Das ist ganz weit im Süden. Fasar ist nicht so weit weg. Das ist halt in den Tulamidenlanden. Da müsste man über die Trollzacken drüber und dann, ja. Ach so, das heißt, das ist noch in der Rabenmark. Nee, Fasan ist nicht in der Rabenmark, ist in den Tulamidenland. Ja. Okay. Und in der Fasara-Akademie war der eifrigste Schüler von einem sogenannten Liskom von Fasar. Und der Name müsste Astanio auf jeden Fall auch was sagen. Das war einer der diejenigen, die Borbarat ins Leben zurückgeholt haben. Mhm. Hm. Gut. Findet Astani noch irgendetwas über Dämonen und Dämonenpunkte auf einer Stirn? Also für Dämonenbeschwörung oder sonst was gibt es hier keine Bücher. Die sind auch generell ja auch nicht so verbreitet. Wenn, dann findet man die in Magierakademien oder so, die einschlägig bekannt sind. In Brabak würdest du wahrscheinlich sehr viel davon finden. Aber das ist weit weg. Also, ja, dann wird das Stadio wieder zurück zur Gruppe gehen. Das wird sicherlich den ganzen Tag gedauert haben. Mhm. Was macht Jandrik? Der hält sich bedeckt, wird vielleicht, wenn möglich, die Stadt verlassen und das Umfeld ein bisschen untersuchen nach möglichen Stellen, von wo aus man angreifen könnte. Und so weiter. Dann wird Jandrik feststellen, was er auch in der Nacht vorher auch schon festgestellt hatte und an dem Tag vorher, dass der Palisadenwall, der ist relativ neu und eigentlich sehr, sehr gut in Schuss. Und allerdings nicht besonders hoch. Das heißt, man kann auch die Dächer der Häuser schon sehen, wenn man darüber schaut. So. Und durch das hügelige Land in der Umgebung meint Jandrik, dass also rein strategisch wäre es möglich, irgendwie mit Katapulten oder so über den Palisadenzaun irgendwie was drüber zu schießen oder drüber zu werfen, mit Bogen und Pfeil und Bogen was zu machen, Brandpfeile zu schießen oder sowas. Dafür ist die Verteidigung der Stadt nicht ausgerichtet, aber ansonsten ist die Drachengarde hier sehr präsent und eigentlich auch sehr gut ausgerüstet. Es gibt genug Waffen, es gibt genug Rüstzeug und Pferde und Jandrik wird auch in Erfahrung bringen, dass es auch Botenreiter der Drachengarde gibt, die dafür da sind, möglichst schnell, wenn irgendetwas ist, aus der Stadt hinaus zu reiten und Hilfe zu holen in den nächstgrößeren Städten. Diese Wege, wo die da lang reiten würden, die schaue ich mir genauer an. Mhm. Und wo man dort gute Hinterhälte machen könnte. Ja, da hast du auf jeden Fall auch noch was zu tun und findest da halt auch ein paar Punkte, wo so Felsvorsprünge sind, auf denen man sich auf die Lauer legen kann. Mhm. Und Mora? Ja, Mora wollte tatsächlich erstmal in der Taverne bleiben und da mit der Wirtin ins Gespräch kommen wollen, weil die kennt garantiert viel Volk, was ein- und ausgeht und viel Plausch, der so durch die Gassen kommt. Und würde da mal fragen, ob sich so, nach so einem Angriff nicht irgendwann mal die Bürgermeisterin dazu herablassen würde, irgendeine Ansprache zu halten oder ob die sich eher generell im Hintergrund hält. Und wie es kommt, dass quasi der Sekretär von Jardin Schwarzbach hier den Unterricht leitet für sie, den sie ja quasi so initiiert hat, wie die beiden denn zueinander stehen. Wir hören dich nicht. Mora findet dann heraus, dass sie einen hervorragenden Ruf hat in der Stadt, nicht umsonst gerade relativ frisch gewählt wurde als Bürgermeisterin. Und, auch bei Schwarzbach gut hoch und hoch in der Gunst steht, allerdings halt auch Dinge auch gegen seinen Willen schon durchgesetzt hat. Du findest heraus, dass sie Borbardianerin ist und dahingehend auch dafür sorgen möchte, dass sehr viel Wissen verteilt wird. Vor allen Dingen hat sie es mit dem
Ja, sie tendiert vielleicht sogar ein bisschen, wenn du das so aus den Gesprächen heraushörst oder je nachdem, wen du fragst. Die einen sagen, sie ist einfach krasse Bombardianerin und die anderen sagen, dass sie ursprünglich mal dem Nandus sehr zugewandt war. Mhm. Und deswegen auch dafür sorgt, dass die, dass das Wissen irgendwie weiter verteilt wird. Was jetzt auch nicht unglaublich schwer auseinanderzudröseln ist, weil Borbard ja ein Heiliger der Nanduskirche ist. Also das hängt schon irgendwie zusammen. Ja, ja, okay. Und soweit wie Mora die Borbardianer kennt und die Borbard-Kirche kennt, sind die immer mal wieder im Clinch mit den Targunitot-Anhängern, weil da geht es halt um Machtfragen. Es ist auch nicht selten, dass Borbardianer-Anhänger dafür sorgen, dass Wissen verteilt wird. Mhm. Mhm. Denn es war eine Maxime Borbarads, dass jeder das Wissen frei zugänglich sein soll für jeden. Interessant. Okay, und dann würde sie außerdem noch ein bisschen nachforschen, was die Dame, also die Wirtin, so dann davon hält, dass die Drachengarde hier jetzt auf und ab geht und auch in ihrem Haus ein- und ausgeht wahrscheinlich. Sie hat dafür gesorgt, dass die Verstärkung kommt. Mhm. Und hat die angefordert. Ja, genau. Also die kann eigentlich ganz gut mit der Drachengarde. Okay. Hat das irgendwie auch gerechtfertigt vor auf im Rat der Stadt, weil jetzt, wo die Feldfrüchte... Die Bürgermeisterin oder genau, meinst du die ja. Wirtin selbst? Okay, ja, die Bürgermeisterin. Jetzt, wo die Feldfrüchte so gut wachsen, auch im Winter, dass es bestimmt Interessengruppen gäbe, die die Stadt irgendwie angreifen wollen oder so. Das war noch bevor die Barbaren angegriffen haben. Mhm. Und da hat sie schon dafür gesorgt, dass es Verstärkungen gibt von den Drachengardisten aus Altzoll. Mhm. Ja, und die letzte Frage, die Mora so einwerfen würde, wäre tatsächlich, also was einfach im Moment oder in den letzten Monaten und Jahren, wie es ja den Schwarzbach so ergangen ist. Also er hat wahrscheinlich unglaublich profitiert von den guten Erträgen. Schwarzbach hat hier überall die Finger im Griff, der drin stecken. Mhm. Fast jedes unter, also jedes Geschäft, was hier, also jeder, der irgendwie in der Stadt Geschäfte macht, hat irgendwas mit ihm zu tun. Aber das wusste Mora auch schon vorher. Ja, ja. Dass der überall sein, das ist quasi wie so ein Mafia-Boss, der überall seine Finger drin hat, wo es irgendwie es was zu holen gibt. Mhm. Und das auch in der letzten Zeit, wo Mora ihn noch nicht mehr gesehen hat, auch noch zu noch mehr Reichtum gelangt. Natürlich. Ist immer noch bekannt dafür, ausschweifende Feste auf dem Weingut zu halten. Und da kommen auch mal nicht immer alle wieder. Aber das scheint auch keinen zu jucken. Weil immer nur Leute verschwinden, die es verdient haben. Gut, okay. Ja. Damit würde Mora so ihre Zeit verbringen und dann auch vielleicht ein bisschen spazier gehen, sich umhören. Aber alles in allem. Ja. Okay. Dann kommt ihr am Abend des Tages wieder zusammen und tragt die Ergebnisse eurer Untersuchungen zusammen. Und dann naht auch schon bald die Stunde, zu der sich Astanio mit dem Niraven treffen soll, oder mit Alvenisch treffen soll. Unterwegs am Abend ist auch wieder der Gaukler, der sich auch wieder zu euch setzt und dann aber und dann sehr schnell sich auch wieder verzieht, weil er irgendwie seine Jonglagen und seine Darbietung macht und so. Aber der scheint irgendwie Narren an euch gefressen zu haben und erzählt euch auch irgendwie noch ein paar Geschichten so von, dass es hier in der Stadt irgendwie so toll ist und dass er irgendwie den Tag über in der Winzerei gearbeitet hat und da fast nichts machen musste für seinen Tageslohn und so. Und,
dass er jetzt wohl länger bleibt, findet das gut hier. Und die Leute zahlen gut, sagt er. Ja, ja. Was Jandrik auffällt, ist, dass der Mora schöne Augen macht. Ach, das betrachtet sich Jandrik ein wenig, hält sich aber zurück. Er hat es nicht nötig, sich da aufzuspielen, aber er nimmt es wahr. Ja. Astanio, in dem Briefchen stand, dass du allein gehst. Aber ich glaube, selbst er weiß, dass du dem nicht Folge leisten wirst. Bleibt trotzdem verdeckt. Ich denke zwar nicht, dass er euch nicht sehen kann. Aber wer weiß. Willst du etwa den Anstand wahren? Nein. Vor einem Dämonen? Süß. Nicht wirklich. Aber ja. Ich werde hinter dir stehen, Astanio. Genau hinter dir. Wir sollten uns alle darauf einigen, uns deutlich zurückzuhalten und nur im Notfall einzugreifen. Ja. Und im Notfall meine ich, es tut mir leid, Astanio, wenn ich das jetzt in dieser Deutlichkeit sagen muss, aber im Notfall meine ich, wenn Astanio durchdreht und irgendwen von uns angreift, weil dieser Seelensammler sein Spielchen mit ihm spielt. Jandrik verzieht keine Miene. Das war die Bedingung, wenn ihr euch erinnert. Deswegen sieh zu, dass er dich nicht beeinflusst. Wehe, du berührst ihn. Mit einer ausladenden Bewegung legt Elena ihren Säbel auf den Tisch. Bitte. Ganz langsam, aber deutlich. Du hast selbst gesagt, dass hier Säbel und Schwerter nichts ausrichten können. Ich habe ihm gestern was versprochen. Das halte ich. Gut. Gut. Gehen wir. Sei vorsichtig, Astanio. Das bin ich doch immer. Astanio versucht, ein gekünsteltes Grinsen auf sein Gesicht zu bekommen, was mehr als kläglich scheitert. Ihre Miene wirkt sehr steinern. Fast schon so steinern wie Jandrix gerade. Und vielleicht erkennt Astanio, der sie ja besser kennt als alle anderen, was etwas in ihren Augen, was du so nicht oft erkennst. Eine Art Furcht. Und dann wird sich Astanio aufraffen. Sein Schwert am Gürtel. Trotz allem. Und sich auf zum Bohrungsacker machen. Wo postiert sich denn der Rest der Gruppe, während mit einem kleinen Holzzaun umgebenen Boronsanger? Also es war früher mal ein Boronsanger, ne? Also heutzutage nennt man ihn nicht mehr so, aber es ist halt ein Friedhof. Jandrik tut, was er gesagt hat. Er will sich nicht verstecken. Der Mann hat ihn schon 100-mal gesehen, er spielt seine Spiele mit ihm und mit der ganzen Gruppe. Und er will, dass er ihn sieht. Und er wird in Schwertlänge hinter Astanio stehen. Und wenn die beiden in den Boronsanger hineingehen, da wird Jandrik ihn noch mal kurz festhalten, ihn anschauen, ihm die Augen blicken. Diesen Seelensammler, dem kann ich den Kopf nicht abschlagen. Und dann geht er weiter.
Mora wäre den beiden gefolgt, aber in einigem Abstand. Er hätte quasi einen großen Bogen um den Bronzeanger gemacht und hätte sich in etwas Distanz versucht, einen Unterschlupf zu finden. Irgendwas. Vielleicht mehr schlecht als recht. Aber einfach, damit sie nicht alle in einer Linie stehen, würde sie das Ganze seitlich betrachten. Mit etwa 50 Schritt Abstand. Vielleicht auch etwas mehr. Da ist ein Stapel Fässer, die an den Zaun gelehnt sind, an der einen Seite des Boronsangers. Und dahinter kann man sich gut verstecken. Ja, dann würde sie sich dahinter knien und ihre Schleuder schon einmal bereithalten. Bisschen schmunzeln, dass das wohl nichts bringen würde, aber naja, besser als gar nichts, oder? Ascanio wird, bevor er auf den Boronanger gegangen ist, sich nochmal Oskut zur Seite genommen haben. Und ihm noch einmal weil er ihm noch etwas sagen möchte, was eventuell wichtig wäre, wenn Ascanio wirklich drauf geht. Und genauso kommt er auch auf Oskut zu und meinst du eben, du, es könnte mein letzter Abend sein und ich möchte dir noch etwas klar sagen. Ich will das nicht hoffen, aber ich verstehe. Dann schieß los, Ascanio. Ich habe dich damals immer nur so hart rangenommen, weil es mir wichtig war, dass es dir gut geht. Und ich habe krampfhaft versucht, dich in etwas reinzudrängen, wo du nicht reinpasst. Und ich habe in der Zeit im Lager gesehen, du bist gut, wie du bist. Du bist kein großer Kämpfer. Aber du bist ein großartiger Vereiner, Novize. Und ich möchte, dass du das weißt. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Wortlos drückt Osko Ascanio an sich. Danke. Aber probier die Sache hier bitte zu überleben. Es steht immer noch ein Duell zwischen uns beiden aus. Pass auf dich auf. Ich werde mein Bestes geben. Und als sich Ascanio von Osko löst, sieht er vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde Tränen in seinen Augen. Und da hat sich aber Ascanio auch schon wieder abgewandt. Ja, Osko wird es so handhaben wie Mora, wird sich mehr in Hörreichweite begeben des Ganzen, aber nicht in direkte Nähe dieses Geschehens. Falls es noch ein anderes Versteck gibt, würde ich mich dort aufhalten und jetzt nicht zwingenderweise bei meiner Entdeckung auch den Blick auf Mora zuzulassen. Falls das nicht gibt, werde ich mich entweder auch hinter diesen Fässern oder noch weiter weg postieren. Du kannst dich auf einer Veranda eines kleinen Hauses niederlassen, was den Blick auf den Boronsanger halt noch bietet. Allerdings halt von ein paar Büschen und Bäumen ein bisschen versperrt ist. Der Weg ist halt von hier aus sehr weit zum Zaun allein schon. Aber da die Nacht relativ durch das Mardermal gut beleuchtet ist, kann man sehr gut sehen heute Nacht. Dann, wenn Osko sich hinter diesem Gebüsch so weit in Stellung gebracht hat, kramt er aus seiner Tasche das Buch hervor und blättert wieder zu der Seite, die er schon mal benutzt hat, um Jendrik von bösen Einflüssen zu befreien. Nicht, dass es ihm nur für etwas bringen würde, aber zumindest um es zu versuchen, falls Ascanio da in irgendeiner Weise von ihm Besitz ergriffen wird. Elena bleibt ebenfalls
am Zaun stehen. Schaut Anastanio nochmal eindringlich an. Schultert dann irgendwie den Säbel. Ich werde mich nicht verabschieden, du kommst sowieso wieder. Anastanio lächelt sie traurig an. Zumindest ist das endlich ausgesprochen, was ausgesprochen gehört. Du kommst wieder. Und wenn nicht, dann sollte ich das tun, was ich schon lange hätte machen sollen. Mein ganzes Leben nur noch dem Verfolgung dieses Dämons widmen. Er wird, wenn er dir was tut, es schwer bereuen. Wenn es soweit kommt, grüß Fenja von mir. Kommt nicht so weit. Und das Tanja drückt Elena noch einmal und geht dann Richtung Acker. Gefolgt von Jandrik. Als ihr das Tor des Boronsangers überquert, seht ihr vor euch ein eigenartiges Schillern in der Luft. Ein bläuliches Leuchten. Kaum auszumachen in der Dunkelheit, aber dadurch, dass das Mardermal so hell scheint, dann doch irgendwie wahrzunehmen. Und gerade weil ihr aufgrund der Situation mit angespannten Sinnen voranschreitet und es kein Geräusch gibt außerhalb des Knirschens des Schnees unter euren Schuhen, ist es zu erkennen. Ein leichtes Schillern und auch ein ganz hoher, leichter, säuselnder Ton. Mora würde davor stehen bleiben, wenn sie es bemerkt. Es ist innerhalb der Zaunabgrenzung. Du bist ja noch außerhalb des Zauns. Direkt würde ihr Blick zu den anderen schweifen, zu Anastanio und Jandrik. Ob sie es auch das? Gesehen haben, ob sie zögern. Was ist das, Anastanio? Anastanio flüstert leise, ich weiß es nicht. Und wird einmal das Monokel rausholen. Das Monokel zeigt dir die astrale Welt, wie du sie hier schon ganz oft wahrgenommen hast, überflutet und durchflutet mit magischer Energie. Schwer, hier genaueres auszumachen. Aber dafür ist das Monokel ja auch nicht gedacht, dass man spezielle Dinge erkennen kann, sondern den Fluss der astralen Ströme sollst du damit wahrnehmen und das tust du hier auch. Es fließt immer noch von ungefähr Südosten Richtung Nordwesten. Dann sieht da jetzt nur keine andere Möglichkeit. Und spricht die Worte, Auge der Sphären, das Wissen, um die Kraft zu mehren. Und Jandrik sieht eventuell ein leichtes Glimmen an seiner Hand, also an Nastanias Hand. Der Blick Anastanios weitet sich abermals. Und du siehst eine Art Zauber, gewebten, starken Zauber vor dir. Unglaubliche Kraft durchströmt. Eine Art Barriere. Ich habe eine Vermutung, was das ist. Wenn wir hier hineingehen, kann es gut sein, dass
weder wir gehört werden, noch dass wir gesehen werden, noch als wären wir vom Erdboden verschluckt. Kommen wir überhaupt rein? Ja. Wir kommen auch wieder raus, wenn es das ist, was ich denke, was es ist. Es ist eine... Zieht sein Schwert. Geht ein Stück näher ran. Schlägt sein Schwert dagegen. Schwert fliegt durch wie durch die Luft. Du führst keinen Widerstand. Es ist eine magische... Wahrscheinlich eine magische Schutzglocke. Ich weiß nicht, was es bringt. Es kann auch sein, dass es irgendeine andere Art von Zauber ist, die es kraftlos werden lässt, jegliche Magie blockiert. Ich gehe aber davon aus, dass es ein Schutzzauber ist davon, dass gewisse Ohren mithören können. Vater Boron, ich bin in deiner Hand. Dein Schlaf soll mich empfangen, wenn du es für richtig hältst. Und dann dritt ich hindurch. Spürst dich nicht anders. Du spürst keine Veränderung. Astanio ist mit ihm gleichzeitig hindurchgetreten. Ich stecke das Schwert wieder ein. Tretet auf ein kleines Mausoleumsgebäude in der Mitte des Boron-Sangers zu. Und als Jandrik und Astanio durch die Barriere durchgeschritten sind, kamen Osko, Mora und Elena, die zwei, tatsächlich aus den Augen verloren. Als wären sie von derer verschluckt worden. Verdammt, bei den Zwölfen. Und Mora knirscht mit den Zähnen und mit einem Hechtsprung versucht auch sie, durch die Barriere zu kommen. Ja, soll dir gelingen. Allerdings bist du jetzt auch deutlich sichtbar auf dem freien Gelände. Du kannst dich vielleicht hinter einem der Grabsteine verstecken. Aber das ist eher provisorisch, da die sehr klein sind. Sie versucht es trotzdem. Osko sieht dann, wie Mora über den Zaun springt und in der Luft noch verschwindet. Geht man davon aus, dass die mich da drinnen auch nicht sehen, können mich immerhin an den Rand des Friedhofs begeben. Da drin bringe ich denen auch nichts. Und Osko tritt dann zumindest näher. Vermutlich an die Stelle, wo Mora bis vorhin noch gewartet hat. Innen drin hören Jandrik und Astanio erstmal ein leichtes Poltern und Rumpeln. Dann ist es aber still. Als ihr euch umblickt, kann Astanio zunächst nichts besehen, aber Jandriks geschulter Blick zeigt jemanden, der sich hinter einem kleinen Grabstein kauernd versucht zu verstecken. Allerdings in den Schatten hier schwer auszumachen, wer das denn sein mag. Allerdings ist es die Richtung, wo Mora sich eben versteckt hatte. Ich halte das im Auge, aber tu erstmal nichts. Ich gehe davon aus, ich kann von nichts hier ausgehen, aber ich warte trotzdem. Als ihr näher an das Mausoleumsgebäude herantretet, seht ihr einen Schwarm schwarzer Vögel, der oben auf dem Gebäude sich niedergelassen hat und jetzt anfängt, als ihr näher kommt, laut zu krächzen und so. Töne von sich zu geben. In dem Moment lächelt das Talio leicht und flüstert eher zu sich selber und zu den Krähen hoch als zu Jandrik. Passt auf, bevor er eure Geschwister trifft. Die sind auch schon durch einen Feuerball gestorben. Im gleichen Augenblick öffnet sich tonlos die Eingangspforte zum Mausoleum, wie von Geisterhand. Ein leichter
Feuerschein oder Fackelschein dringt von innen nach draußen. Wie dekadent. Und Ascanio schreit ans Mausoleum heran und wird eine der Fackeln in die Hand nehmen. Also eine der Fackeln vom Eingang nehmen und dreht sich dann nochmal zu Jandrik um. Jandrik beobachtet draußen an der Fassade des Mausoleumsgebäudes alte Inschriften, Namen, die dir nichts sagen, aber auch Symbole des Boron, die noch sehr schwer zu erkennen sind, da irgendjemand sie ausgeschabt oder versucht hat zu tilgen. Viele Halbräder, das Zeichen des Borons ist das gebrochene Halbrad, das hier wohl irgendwann mal angebracht war, aber entweder mit anderen Sachen übermalt oder aus dem Stein herausgerissen sind. Es ist abwesend, fahre ich es mit dem Finger nach. Und wenn Ascanio dann seine Fackel hat und hineinschreiten will, folge ich ihm die Hand an der Waffe. Der innere Teil des Mausoleums ist von den Fackeln beleuchtet, von zwei Stück. Und der Fackel, die Ascanio jetzt in der Hand trägt. Mit dem Rücken zu euch steht eine schwarze Gestalt vor einer Nische, in der ein menschenförmiger Stein aufgebahrt ist. Vielleicht ein Sargdeckel, der so höchst sehr schön verziert ist. Mit künstlerischer Gestalt ausstaffiert ist. In großen Lettern kann man noch den Namen Schwarzbach lesen. Sonst ist niemand hier? Nur diese Gestalt. Jandrik hält sich zurück, wartet. Na? Extra in den Bereich der Toten gekommen? Die Gestalt dreht sich langsam um, hat die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, sodass man das Gesicht nicht sehen kann. Man sieht allerdings ein leichtes Glimmen dort, wo die Augen vermutet. Mit einer sehr eigenartig verzerrt, fast verzerrt wirkenden Stimme haucht dieser Fremde euch eine Begrüßung entgegen. Willkommen, Ascanio. Wie schön, dass du es allein hierher geschafft hast. Ascanio wird mit den Augenbrauen runzeln und sich an Rick schauen. Er verzieht keine Miene. Hast du so viel Angst vor mir, alter Mann, dass du dir deinen Priester für das Begräbnis schon mitgebracht hast? Hast du so viel Angst vor dem Priester, dass er nicht mitkommen darf? Sollte ich? Er hat sich mir noch nicht mal vorgestellt. Oh nein, wir kennen uns ja schon. Nicht wahr? Ich bin nicht hier hergekommen, um interessante Gespräche zu führen. Sondern? Vor allem nicht mit euresgleichen. Warum auf einmal so feindselig? Ich weiß jetzt, wer ihr seid. Wir haben schon einmal vernünftig miteinander kommuniziert. Da wusste ich nicht, wer ihr seid, und ich brauchte euch. Jetzt bin ich nicht wegen euch hier. Jetzt braucht er mich wohl. Deswegen bist du doch hier, alter Mann, oder? Ich bin in erster Linie hier, um Antworten zu erhalten. Antworten auf Fragen? Welche Fragen? Ach,
Du hast uns doch ganz gut belauscht. Hätte ich damals gewusst, dass du da in einer Rabenform herumfliegst, dann hätte ich noch mehr Feuerbälle geworfen. Das hätte was geändert. Du hättest noch mehr Unschuldige getötet. Nun. Du glaubst wohl nicht, dass ich das dir abnehme, dass ein normaler Feuerball ein ganzes Dorf niederbrennt. Auch ein Feuerball hat nicht die Macht, ein halbes Dorf niederzubrennen. Auch habe ich nie in meinem ganzen Leben, Nastanio wird locker die Hand auf seinen Schwertknauf legen, einen Zauber von Boberat im Mund gehabt. Rede dir das mit dem Feuerball ruhig ein, um dein Gewissen zu beruhigen. Oh, mein Gewissen ist nicht beruhigt. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Aber wenn du wegen Fragen hier bist, dann frag. Nun, du scheinst ja zu wissen, wer Interesse an mir hat. Bastanio tippt sich mit dem Mittelfinger an die Stirn. Oder bist es gar du selbst? In der Tat habe ich durchaus Interesse an euch allen. Dann erkläre mir, warum ich den Punkt habe und zum Beispiel Jandrik nicht. Weil ich keine Punkte vergebe. Ah. Okay. Was vergibst du dann? Pferde. Zum Beispiel. Oder Antworten auf Fragen. Meine Geduld schmilzt, Dämon. Warum, und das Tanio ignoriert die anderen einfach vollkommen, möchtest du genau mit mir reden? Doch wohl nicht aus Nächstenliebe oder aus Sorge. Weißt du, manchmal ist die Welt wie ein Sandkasten, in dem Kinder spielen. Und manchmal nehmen die Kinder sich gegenseitig das Spielzeug weg. Und dann würden die anderen Kinder etwas ungehalten. Ich mag mein Spielzeug. Das soll mir was sagen. Dass ich es durchaus mit einigem Interesse verfolgt habe, dass du dieses Mal bekommen hast. Nicht von mir natürlich, habe ich ja schon angedeutet. Aber ich habe auch kein Interesse daran, dass sich jemand in meine Angelegenheiten einmischt. Das heißt, und das Salio lächelt leicht, wir haben eine neue Figur auf dem Spielbrett. Noch nicht. Zumindest nicht direkt. Was soll mir das sagen? Es soll dir sagen, dass ich es gerne vermeiden würde, dass eine neue Figur das Spielfeld betritt und an Macht gewinnt und am Ende das Spiel an sich reißt. Oder mir mein Spiel kaputt macht. Und das Tanio legt die Stirn in Falten. Und wer sollte dir das Spiel kaputt machen? Du bist gekennzeichnet durch einen mächtigen Diener
aus der Domäne des Erzdämons der Rache. Man nennt ihn Bal-Ir-Ha-Iad. Ich dachte, Alvenisch wäre schon ein komplizierter Name. Namen haben viel Macht. Und was möchte er von mir? Ich weiß es nicht. Ich hatte nicht die Zeit, das herauszufinden. Und auch nicht die Lust, Nachforschung anzustellen. Und wie werde ich ihn los? Entweder indem du seinem Interesse nachgibst. Oder indem du Möglichkeiten findest, dich zu verstecken. Oder indem dieser Dämon wieder von Dere gebannt wird. Und wie soll ich ihn bannen, wenn er sich nicht mir offenbart? Du hast den Vorteil, dass du in diesen Landen unterwegs bist. Hier ist der Einfluss der dunklen Mutter stark. Der Herr der Rache hat hier keine Macht. Er traut sich nicht hierher. Hier bist du sicher, soweit. Solltest du diese Lande allerdings verlassen, wird er dir nachstellen. Vielleicht hat er auch ein paar Häscher nach dir ausgeschickt. Ein paar Sterbliche, um dich zurückzubringen. Zu ihm. Oh. Zurückzubringen? Nathaniel weit seine Augen. Was soll das heißen? Zurück. Nun, du musst dir diesen Punkt eingefangen haben, zu dem Zeitpunkt, in dem du nicht in den Landen Tagunitots warst. Nathaniel schielt zu Jandrik rüber. Ja, er geht nicht. Gab es eine Angelegenheit, die mit Rache oder mit Schuldbegleichung zu tun hatte? Es gab einen Prozess. Aha. Ja, ein Prozess passt. Du willst mir also ernsthaft erzählen, dass in den Landen, wo wir herkommen, durch einen Prozess ein Dämon auf Dere gekommen ist, der mir jetzt nachstellt. Warum? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war nicht anwesend. Ich vermute, dass es so gewesen sein muss. Ein Gerichtsprozess kann, je nachdem, wie er geführt worden ist, durchaus die Barrieren zwischen den Sphären schwächen, sodass es einfach ist, bestimmte Wesenheiten in die dritte Sphäre zu rufen. Mhm. Ich bin aber eigentlich davon überzeugt, dass irgendjemand die Dienste dieses Wesens brauchte und der Prozess es nur möglich gemacht hat, dass ein solch mächtiger Diener kam. Vielleicht hatte der oder diejenige es nicht ganz unter Kontrolle und der Dämon suchte sich sein neues Spielzeug, seine eigenen Interessen und genoss es, hier zu sein, anstatt im Chaos. Du wirst damit sagen, jemand aus unserem Heer soll dieses Ungetüm beschworen haben? Es ist nicht unwahrscheinlich. Unseresgleichen kann nicht ohne Beschwörung einfach so die Sphären wechseln.
sollte dir bekannt sein, Priester. Das klingt für mich nach dem Gift eines Feindes, das er versprüht, um uns unsicher zu machen. Ich möchte nur helfen, weil der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder? Und wer ist dein Feind, Dämon? Der Herr der Rache. Wenn er sich in meine Angelegenheiten einmischt. Was sind die denn? Was haben wir mit dir zu tun? Warum gibst du mir ein Pferd, was uns dann fast in Schwierigkeiten bringt? Warum verfolgst du uns mit deinen Raben und deinen Rätseln und deinem Drachen? Weil ihr für mich, was willst du von uns? Weil ihr für mich Dinge erledigt, die getan werden müssen. Lass uns nicht falsch verstehen, Dämon. Für dich erledige ich hier überhaupt nichts. Ich bin hier in diesem Land, um Gerechtigkeit zu bringen und Freiheit für die Menschen. Wegen dir bin ich nicht hier. Aber wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, dich dorthin zu treiben, wo du hingehörst, ich würde keinen Augenblick zögern. Interessant. So viel Emotion in dir, Priester. So viel Wut, Zorn und Lust auf Vergeltung. Mich wundert, dass du das Mal nicht trägst. Du hast keine Ahnung. Aber du hast nicht mir schon geholfen, Ärgste. Priester. Und du wirst es auch weiter tun. Denn eure Interessen decken sich nun mal mit meinen, deswegen habe ich euch ausgesucht. Deine Interessen sind, die Rabenmark zu befreien? Dass ich nicht lache. Ich denke, ihr versteht, wenn ich meine Interessen nicht mit euch teile. Welchen Sinn soll dieses Gespräch noch haben, Astandio? Er spricht in Rätseln. Er will uns nur blenden. Wir leben in einer Zeit des Umschwungs. In einer Zeit des Krieges. Sag mir eins, Dämon. Lebt sie noch? Wer? Eine gewisse Magierin, die gerne Soldaten verführt und sie danach zu alten Krüppeln macht. Ich weiß nicht. Du weißt ich habe sie nicht geholt, wenn du das fragst. Ach, geholt? Du willst mir etwa damit sagen, dass das auch ein Dämon ist? Nein, das wollte ich nicht damit sagen. Warum dann geholt? Ich sammle Seelen. Das ist meine Aufgabe. Nastanio. Astanios Griff und sein Schwert wird kräftiger. Und du sammelst jede Seele. Jede Seele, der ich habhaft werden kann. Dann sag mir, kann eine Seele von Golgari gesammelt werden, die nicht zwölf Götter gläubig ist? Alles ist möglich. Ich denke, und nichts ist möglich. Ich glaube, ich bin nicht dazu da, mit dir die Geheimnisse der Götter und ihre Interessen zu diskutieren.
Wir könnten so oder so kein Wort von dir glauben. Was können wir tun, um dieses Ding loszuwerden? Wie gesagt, solange er sich hier im Einzugsbereich der dunklen Mutter aufhält, ist er sicher. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass wenn ihr erfolgreich seid, dieses Einflussgebiet, naja, schwindet, nicht wahr? Das ist der Plan. Ja. Und dann wird er kommen, Astanio. Spätestens dann. Wird dich das beeinflussen? Vielleicht sogar davon abhalten, deine Pläne zu verwirklichen? Du musst jetzt nicht antworten, weil die Angst davor wird erst noch stärker werden, wenn es soweit ist. Und aus Angst tut man vieles, was man nicht möchte, nicht wahr, Astanio? Ich sehe es an in deinen Augen. Du handelst fast nur aus Angst. Dein ganzes Sein ist beherrscht von der Angst. Wir sind hier unter uns, niemand hört zu, du kannst es zugeben. Nein. Lüge. Nein. Und das zeigt mal wieder, warum ihr Dämonen so verkrüppelt seid. Du hast keine Ahnung, mein Lieber. Ich handle nicht aus Angst. Ich handle aus etwas anderes. Etwas, was ihr niemals empfinden könntet. In diesen Worten dreht sich das Zahn hier um. Jandrik, wir gehen. Du willst es also nicht loswerden. Astanio bleibt stehen. Und wenn Jandrik Astanio beobachtet, merkst du, wie die Faust von Astanio um den Schwertgriff inzwischen schlotweiß ist. So sehr klammert er sich daran. Ich kann es nicht zulassen, dass er dich holt. Oder dass die Angst vor ihm das Ziel gefährdet, was ich habe. Ich kann dich schützen, Astanio. Momentan bin ich der Einzige, der das kann. Hier und jetzt bin ich der Einzige, der das kann. Alles, was ich dafür verlange, für meinen Schutz und für das Entfernen des Mals. Ich werde gehen und ich werde deinen Dämon dahin zurückschicken, wo er hingehört. Aber das mache ich nicht, natürlich nicht umsonst. Ich möchte, dass du im entscheidenden Augenblick, und du wirst ihn erkennen, und er wird kommen, dich daran erinnerst, dass du mir etwas schuldest. Mehr nicht. Ich verlange keine Seele, ich verlange keine spezielle Tat, ich verlange nur, dass du dankbar sein wirst. Von den Kindern weißt du nichts, richtig? Und Astanio spricht damit eine Frage aus, die ihm schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Kinder? Und Astanio geht wortlos aus dem Mausoleum. Deine letzte Chance. Alter Mann. Tu es. Astanio schreckt zurück und starrt Jandrik an. Was? Tu es.
Was soll ich tun? Lass dich von ihm reinigen oder was auch immer das ist. Das meinst du jetzt nicht ernst? Doch. Willst du mir den Kopf abschlagen? Ist es das? Du schuldest es mir. Oh, jetzt wird es interessant. Astanö zieht sein Schwert und gibt es Jandrik. Er nimmt. Und Astanö breitet die Arme aus. Haben wir eine Abmachung, alter Mann? Er nickt nur stumm. Im nächsten Augenblick steht die Gestalt, die eben noch ein paar Schritte von euch entfernt war, direkt vor Jandrik. Du schaust in das dunkle Schwarz unter der Kapuze. Jandrik gibt sich alle Mühe, nicht zurückzuzucken. Ganz gelingt es ihm nichts in der Hand, mindestens zuckt, aber er versucht zurückzublicken. Es war unerwartet. Dankeschön. Versuche niemals, mich vorherzusehen, Dämon. Du hast keine Ahnung. Ich weiß, Jandrik, ich weiß. Dann dreht er sich um zu Astanio. Unter dem langen Ärmeln seines Kapuzenmantels dringt eine sehr langfingrige Hand heraus, bleich. Astanio steigt ein merkwürdiger Geruch in die Nase, der von der Gestalt ausgeht. Nach Moder, nach Verwesung. Und als die Hand in Richtung deines Gesichts dich langsam bewegt, siehst du die einzelnen fleckigen Überreste von verfaulendem Fleisch an der Hand. Astanio Amano zu Janisberg. Astanio gibt es Jandrik ein Zeichen, ihm das Schwert zurückzugeben. Das tut er. Und hackt damit die Hand ab. In einer fließenden Bewegung ziehst du das Schwert nach vorne, um nach der Hand zu schlagen. Und schlägst ins Leere. Die Gestalt ist verschwunden. Schwer atmend steht Astanio da. Noch in der Bewegung, der ausholenden Bewegung. Mit dem Schwert gezogen, blank. In der Luft. Leichtes Knistern ist zu vernehmen und selbst Jandrik spürt es. Da ist irgendwas Mächtiges in der Luft. Jandrik bewegt sich ganz langsam, ganz vorsichtig, wie als wollte er schleichen. Und geht einmal herum, so dass er vor Astanio steht. Er kommt ganz nah an ihn ran und blickt ihm auf die Stirn. Ist es weg?
Es ist nicht mehr zu sehen. Spürst du es noch? Sally schüttelt den Kopf. Aber flüstert: Ich habe ihr versprochen, dass er mich nicht berührt. Jandrik dreht sich um und geht. Als ihr nach draußen tretet, hört ihr die schwarzen Vögel auf dem Dach laut krächzen. Ist dieses Kraftfeld noch da? Noch da. Mein Blick wandert automatisch in Richtung Grabstein, wo sich diese Gestalt verborgen hatte. Ja, wenn Mora sieht, dass die beiden herauskommen, lebend und allein, geht sie auch direkt aus ihrer Deckung. Sie steht auf und geht zumindest mal ein, zwei Schritte auf die beiden zu. Alles gut. Dann tritt sie langsam näher zu euch, wechselt den Blick zwischen Jandrik und Astanio und wieder zu Jandrik und Astanio. Alles in Ordnung? Hätte es fast wieder vergeigt. Sie runzelt nur die Stirn und ihr Blick geht weiter zwischen den beiden hin und her. Erstmal weg hier, oder? Ja. Dieser Ort. Er hat seine Heiligkeit verloren. Jeder Moment hier lässt mich schwer atmen. Dann geht Jandrik voraus. Und erst jetzt sieht man, wie er zittert. Mora beobachtet das, aber sie beobachtet beide ganz genau. Sagt aber erstmal nichts. Lässt den Blick schweifen, bis Osko sie erblicken müsste. Während Osko draußen gewartet hat, die Gefährten nicht in Sicht waren und er vielleicht Richtung Friedhof starrt und erwartet, dass irgendwann wieder etwas auftaucht, taucht tatsächlich etwas auf aus diesem, materialisiert sich vor dir eine schwarze Gestalt in Kapuze. Einen dunklen Vogel auf der Schulter sitzend, der im gleichen Augenblick die Flügel ausbreitet und davonfliegt, während die schwarze Gestalt sich mit schnellen Bewegungen, vielleicht unmenschlich schnellen Bewegungen, in deine Richtung katapultiert. Und dann vor dir stehen bleibt. Ein Schnauben hörst du, ein lautes, fast schon Röcheln. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, kannst du kein Gesicht erkennen. Osko bleibt da stehen wie angewurzelt. Zittert. Steigt diese Person, dieses Wesen an. Reine zum Gruße, Priester. Was seid ihr? Nur ein Reisender. Nur ein Reisender vermag sich nicht übermenschlich zu bewegen. Was seid ihr? Ein übermenschlich Reisender. Ich glaube, du weißt ganz genau, wer ich bin. Kurz schließt Osko die Augen, schnaubt durch. Keine Angst, ich möchte dir nichts tun. Was möchtest du von mir? Ich möchte, dass du eine Botschaft überbringst. An den anderen Priester und an den alten Mann. Was für ein Weg zu ihm? Sag ihnen, dass sie eine Chance vertan haben. Ich stehe für
mein Wort ein. Der alte Mann hat zugestimmt und mich dann hinterrücks angegriffen. Wie ein Feigling. Und das werde ich ihm nicht vergessen. Sag ihnen, sag dem alten Mann, er wird sich wünschen, dass der Herr der Rache hinter ihm her wäre. Von nun an hat er den Seelensammler als Feind. Den er vorher als Freund hatte. Keine Hilfe mehr. Ab jetzt. Seid ihr in Gefahr. Und dann löst er sich vor deinen Augen in Schwärze auf, die zu allen Seiten wegstiebt. Etwas spürst du, als dass dich irgendetwas durchdringt an schwarzem Nebel. Kurz bist du orientierungslos und dann treten drei weitere Gestalten aus dem merkwürdigen Schutzkreis heraus. Oskar steht starr, äußerst gerade dort, reckte in einer leicht trotzigen Haltung sein Kinn nach oben, zittert dabei aber am ganzen Körper, kalter Schweiß läuft ihm von der Stirn. Er steht da erstmal wie angewurzelt da und tätigt erstmal einige ruhiger werdende Atemzüge, bevor er sich langsam zu den anderen wieder umdrehen kann. Haben wir das letzte noch gesehen, die Schwärze? Nicht wirklich. Seit rauszutreten habt ihr es gar nicht richtig. Also, ihr seht halt, dass der Oskar da steht. Und schwer atmet. Oskar? Alles in Ordnung? Es war nicht erfolgreich, habe ich recht. Und Mora blickt jetzt fragend zu den anderen beiden. Das ist immer alles nicht mehr zu sehen, er spürt es auch nicht. Moment. Aber was weiß ich schon davon? Moment, ihr. Du, und sie blickt Astano jetzt unglaublich an. Du hast dir von ihm helfen lassen? Nein. Aber wie? Astano wird allen Anwesenden erzählen, was passiert ist bis zu dem Punkt, kurz bevor Alvenisch ihn berührt hat und hat dann noch, schaut in dem Moment dann auf Elena und schließt mit den Worten: Und die Sache, die ich meinte, die diese Dämonen niemals verstehen werden, ist die Liebe. Und Mora dreht sich in dem Moment eher zu Jandrik um. Was sollte das? Was denn? Warum hast du ihn angestachelt, einen Pakt mit einem Dämon einzugehen? Weil er schon einen hat, mit einem anderen, den wir loswerden müssen. Und ganz ehrlich, ich kämpfe lieber gegen einen Dämon, als zuzulassen, dass ein zweiter auf diese Welt kommt. Weil der alte Mann seine Gefühle nicht im Griff hat. Oh, aber deswegen, er hat es was geschafft, alles zu ruinieren. Und deswegen gibst du Astano diesem Ding? Und sie weist auf das Mausoleum mit einer Hand. Das hast du bereit zu geben? Du gehst Jesus. Einen Pakt mit einem Dämon ein? Ich dachte, wir waren uns alle einig, dass dieser Pakt und die Hilfe von diesem Etwas gar nicht zur Debatte stehen. Sag mal, bei den Zwölfen, was ist in euch gefahren, das auch nur in Erwägung zu ziehen? Und jetzt ist was mit Astano? Jetzt ist der Schoßhund dieses Etwas, dieses Seelensammlers und auch gleichzeitig noch sein ärgster Feind? Das ist der schlechteste Ausgang, den ich mir vorstellen kann. Das ist der dümmste Ausgang. Wie bei den Zwölfen, wie konntet ihr nur?
Sag mir einen Grund. Oder kann mir irgendwer hier versichern, dass Astano jetzt nicht eine unsichtbare Leine um den Hals trägt? Wir können hier überhaupt nichts versichern in diesen gottvergessenen Ländern. Hier gibt es nichts zu versichern. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er es irgendwie geschafft hat, sich nicht hier, sondern in den Mittellanden, dort, wo die Götter schützend sind, sich einen Dämon einzufangen, wie auch immer das möglich ist. Aber Astanio kann es. Astanio kriegt sowas hin. Und die einzige Möglichkeit, dieses Monstrum loszuwerden, war... Ein Pakt mit einem anderen einzugehen. Einem noch viel gefährlicheren. Einen, der hier Macht hat, Jandrik. Einen, der hier Macht hat. Ich habe keinen Pakt mit irgendetwas eingegangen. Und das Tanio, den du da rein gebracht hast? Ich habe ihn nirgendwo reingebracht. Er hat sich selber da reingebracht und er weiß es auch. Jeder hier, der ein bisschen realistisch nachdenkt, weiß ganz genau, wie das mit Astanio enden wird. Astanio weiß es, ich weiß es. Aber ich lasse nicht zu, wie ein weiterer Dämon in diese Welt kommt. Und ich dachte, ich kalkuliere mit Leben. Ich habe dir gesagt, dieses Land zu befreien, werde ich alles tun. Ich habe es dir gesagt. Du bist noch kälter und berechnender als so mancher Nekromant, der mir in diesen Landen über den Weg gelaufen ist, Jandrik. Wir haben keine Wahl. Dieser Mensch hier ist eine wandelnde Bombe. Er kann jederzeit explodieren und uns alle mitreißen. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn ein Dämon, ein Rache-Dämon von ihm Besitz ergriffen hat. Er hat keinen Pakt mit diesem anderen Geschöpf geschlossen. Aber ein Gefallen, so wie ich das... Ein Gefalle steht noch aus, oder wie, oder was? Es ist sehr unklar formuliert und ich werde niemals zulassen, dass es so weit kommt. Aber dass du mich überhaupt zwingst, das jetzt hier auszusprechen, wo er es uns hören kann, beweist, dass du offensichtlich nicht so klug bist wie für dich, wie ich dich gehalten habe. Pass mal auf, wie du mit mir redest. Und sie schubst ihn. Astanio geht zwischen die Beine und hält die Arme raus. Und sie zuckt. Versteht zurück. Ihr es nicht? Ich meine, dass Jandrik es nicht versteht. Das ist mir inzwischen klar. Jandrik geht. Und Astanio blickt zum Himmel. Genau das ist das, was der Dämon erreichen will. Und ihr lasst euch drauf ein. Du verstehst nicht, dass du gerade Pfand geworden bist. Und dass Jandrik dich verscherbelt hat für ein größeres Wohl, wo er anscheinend gewillt ist. Was hätten wir denn tun sollen, Mora? Nichts. Lass das mal sein. Er hat dir ins Gesicht gesagt, dass es hier keine Macht hat. Ins Gesicht. Und wir hätten eine andere Lösung gefunden. Es ist noch viel schlimmer. Na wunderbar. Astanio, deine Angewohnheit, dein Wort zu halten in allen Ehren. Aber in dem Fall hast du dir einen vermutlich noch mächtigeren Feind gemacht, als dieser andere Dämon es jemals hätte sein können. Er war hier. Bei mir. Hier? Er hat mir gesagt, dass er tatsächlich die Absicht hatte, oder nicht die Absicht hatte, irgendwie zu schaden. Er war bereit, einen fairen Handel einzugehen, so sagte er. Aber mit deiner Aktion, Astanio, wie gut sie auch gemeint gewesen mag, hast du uns jetzt einen Feind aufgebunden, der tatsächlich endlich darauf sinnt, uns zu schaden. Ob ich jetzt diesem Dämon traue oder nicht, aber sein Blick, den er mir entgegenbrachte, aus diesen roten Augen, da erkannte ich etwas, dass tatsächlich ein wenig Wahrheit in dem steckte, was dieses Wesen mir sagte. Und mit den Aktionen hast du ihn, gelinde gesagt, mehr als wütend gemacht. Und das ist jetzt ein viel größeres Problem. Ein Wesen, das vorher zu uns zumindest neutral gegenübergestellt war, ist jetzt nochmal zum Feind geworden.
Es war nicht nur dein Feind, sondern unser Feind. Und ich habe keine Ahnung, was das noch für Auswirkungen haben wird. Bisher hat er uns in Ruhe gelassen. Darauf können wir, glaube ich, nicht mehr hoffen. Aber wie auch immer, wir müssen damit jetzt umgehen. Wir sollten vielleicht mal in unserer Gruppe klären, was wir bereit sind, auf diesem Weg zu opfern. Ich habe das Gefühl, das war ein Kuhhandel. Und Jendrik wäre bereit gewesen, Astano zu verlieren. Das wundert dich? Es wundert mich, wie bereitwillig und wie leicht er das getan hat. Es werden immer Opfer gemacht werden müssen. Aber ich habe das Gefühl, Jendrik kann kaum abwarten, Opfer zu liefern. Wenn es ihn auch nur einen Schritt weiterbringt. Ich glaube, ich werde mal mit ihm reden müssen. Und sie dreht sich um und rennt Jendrik hinterher. Oder geht im zügigen Schrittes hinterher. Lässt du uns mal alleine, Osko? Osko nickt nur still und geht dann ein paar Schritte weg. Setzt sich dann im Schneidersitz auf den Boden und starrt in den Sternenhimmel. Stanio? Stanio steht da, wo Jendrik ihn gelassen hat. Weiß das zu schätzen, was du gemacht hast. Und dann holt sie aus und schlägt dir mit voller Wucht ins Gesicht. Für was sollte das denn? Das war dumm. Unüberlegt. Ich weiß, was es bewirken sollte. Ich weiß, wofür du das gemacht hast. Und danke dafür. Aber nein, der Schlag war genug. Der musste sein. Dann tritt sie auf dich zu, nimmt dich dann nochmal in den Arm. Sanyo ist steif wie ein Brett. Dämonen und besonders dieser sind Gift. Komm, wir gehen. Wir sollten alles daran tun, dass wir jetzt das Beste aus der Situation machen. Wir können es nicht mehr ändern. Na, Stan, lass dich mitziehen.
Kommst du mit, Asko? Geht ruhig vor, ich warte kurz hier. Sei nicht zu lange hier alleine. Wer weiß, ob er noch irgendwo hier rumstromert. Asko nickt still, schaut weiter nach oben und denkt nach. Als die anderen aus seiner Sicht- und Hörweite heraus sind, überkommt Asko, als er so in den Sternenhimmel schaut, ein merkwürdiges Gefühl. Eine Ergriffenheit, eine Gewissheit, dass da etwas ist zwischen den Sternen, um dich herum, in dir. Asko lässt leicht seinen Blick schweifen. Instinktiv beginnt Asko, Worte zu rezitieren, leise vor sich hinzusprechen, während er die Sterne sieht. Leben vergeht im Todeskampf. Von Blut schweigen und Fäulnis, Streiten vergessen, Rabe und Herr. Altes Blut genährt in jungen Körper, verflossen ohne Sinn. Einfaches Schweigen, zweifach gebrochen, vom Teiler, der dreifach dient und vierfach scheint. Faules Unsein nährt sich aus sattem Leben, gebiert nichts als den Tod. Vergessen, geschwächt durch das Leben. Geist, geschwächt durch hohes Opfer. Albtraum, getroffen vom gleißenden Blitz. Die mächtigen Streiter, für ihre Herren entscheiden den Kampf. Drei begreifen, zwei verraten. Einer besteht. Herr im Tod allein, und Sieger wird sein, dessen Streiter Treue dient. Vergessen stirbt. Albtraum zerplatzt. Geist vergeht. Nur der Tod besteht. Was? Asko fühlt sich tief ergriffen durch eine göttliche Macht. Leicht verschwommen der Blick, jetzt wo er sich hochrappelt. Leicht grimmig schaut Asko in den Himmel und über den Horizont. Und Asko geht in die Richtung, wo Astania und Elena verschwunden sind. Weiter vorn läuft Mora Jandrik hinterher. Er hat eine Spur hinterlassen, die sie aber wahrscheinlich die wenigsten sonst finden würde. Und wenn sie der folgt, findet sie ihn etwas weg vom Borons Anger. Auf einem Felsen sitzen und in die Sterne blicken. Sie huscht ihm hinterher. Aber er wird hören, wenn sie sich nähert. Knirschend der Schnee unter ihren Sohlen. Tritt sie auf ihn zu, erst schnell und bestimmt ihr Schritt. Dann langsamer werdend, als sie sieht, dass er auch eher stehen geblieben ist. Und sie nähert sich ihm, steht noch in seinem Rücken, bleibt stehen und wartet einen Moment.
gibt ihm das erste Wort. Auch wenn sie sich so sehr zurückhalten muss. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Vielleicht hast du sogar recht. Aber ich glaube, du verstehst einfach nicht. Dann erklär's mir. Du bist nicht so aufgewachsen wie ich. Unter all diesen Gelehrten, unter all diesen Regeln, unter all diesen Schriften, unter all diesen Dogmen. Du bist frei. Du verstehst nicht, wie es ist, dass man einem Gott dienen muss, dass man seinen Regeln folgen muss, was auch immer auch geschieht. Und dein Gott sagt dir, dass du einen Freund dazu bringen sollst, einen Pakt mit einem Dämon einzugehen? Das war kein Pakt. Du warst nicht dabei, vielleicht hast du etwas gehört, aber du hast es nicht gesehen, es war kein Pakt. Was war es dann? Ich weiß es nicht, aber es spielt keine Rolle. Es wird nie dazu kommen. Warum bist du dir da so sicher? Es wäre doch fast dazu gekommen. Kein Abkommen getroffen habe. Aber du hättest fast Astanio darin verleitet, eins zu treffen, oder? Und ich wünschte... Eine Abmachung, was auch immer das war. Ich wünschte, er hätte einmal in seinem Leben seine Emotionen im Griff gehabt und es getan. Aber eigentlich ist es mir egal. Irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, bin ich sogar froh. Solange dieses andere Ding von ihm weg ist, ist mir alles andere egal. Jandrik, jetzt ballt sie die Fäuste. Du hast damit kalkuliert, dass auch nur die Möglichkeit bestünde, dass Astanio diese Hilfe annimmt. Und irgendwie hat er es ja auch, oder? Ich meine, weil ich ihn gezwungen habe. Was hat dich dazu gebracht, von dem Plan abzuweichen? Welcher Plan? Wir haben keinen. Wir stolpern durch diese dunklen Lande. Wir machen keine Deals mit Dämonen. Wie wär's Mora, mit... Willst du eine Antwort oder willst du einfach nur deinen Frust loswerden? Jandrik, du hast mir ein Versprechen gegeben. Wir haben über Vertrauen gesprochen. Ich habe keinen Deal mit keinem Dämon. Und trotzdem hast du mir versprochen, dass du diese Gruppe nicht in Gefahr bringen wirst. Und genau das habe ich eben gehalten. Ich habe versprochen, dass ich versuchen werde, jeden hier durchzubringen. Ich habe versprochen, dass ich nichts tun würde, was uns gefährdet. Und das habe ich nicht getan. Das hat mal wieder Astanio getan. Du Dafür hast ihn dazu geleitet. Weil, verstehst du es denn nicht, Mora? Muss ich es dir wirklich laut sagen? Muss ich es dir wirklich, verstehst du es denn nicht? Ich habe versucht, sein Leben zu retten. Es ist die einzige Chance, die er hat. Jetzt hat er eine. Sie ist verschwindend gering. Und wahrscheinlich wird es trotzdem damit enden, dass ich oder Jelena ihn töten werden. Aber jetzt ist es nicht mehr zwingend nötig, als er mir von diesem Auge in seinem Kopf erzählt hat. Da war das Erste, was ich dachte, bring ihn um. Töte ihn hier und jetzt. Alles, was jetzt noch kommen kann, ist Leid und Schrecken für uns alle. Du verstehst es nicht. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo Leute wie er sofort auf den Scheiterhaufen kommen, wo Leute wie er sofort getötet werden müssen, weil die Gefahren, die er mit sich bringt, nicht zu tragen sind. Er ist der Feind. Er hat sich selbst zum Feind gemacht. Dieses Monster, was auch immer es ist, hat uns eine kleine Chance gegeben. Und wenn das ein kleiner Gefallen bedeutet, den ich nicht halten muss, dann nehme ich dieses Risiko ein, um zu verhindern, dass ich diesen... Dass du ihn nicht töten musst in der Nacht. Ja. Ja. Weil ich das nicht will. Verstehst du das denn nicht? Ja, ich spiele ihm vor, dass ich ihn hasse. Aber das tue ich nicht, das kann ich nicht. Ich kann ihn nicht hassen. Er ist vieles, was ich sein will und vieles, was ich fürchte zu sein. Und er ist mein Freund. Verstehst du das nicht?
Er ist mein Freund. Und ich will ihn nicht töten. Aber wenn es sein muss, dann tue ich's. Und ich kann es nicht Elena aufbürden. Ich bin es, der es tun muss. Und hier hatte ich eine Chance gesehen, einen Moment gesehen, das abzuwenden. Dieses Monster müssen wir sowieso bekämpfen. Ganz am Ende, wenn sich das hier alles auflöst, müssen wir es sowieso vernichten. Und wenn es jetzt unser Feind ist, dann ist das schlecht, aber das ist wenigstens die Wahrheit. Ich will hier niemanden in Gefahr bringen, am wenigsten ich. Glaube mir. Aber ich werde tun, was nötig ist, um diese gottlose Dämonenbrut aus diesem Land zu vertreiben. Ja, ich weiß, Jandrik. Ich weiß. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Dieses Land macht mich so müde. Und Mora geht auf zu und legt ihm beide Hände auf die Schultern und zieht ihn zu sich. Nicht mehr stark sein. Verstehst du das? Ich weiß. Ich weiß. Und sie legt ihre Arme um ihn. Er lässt sich ganz fallen. Verliert sich ganz in ihrer Umarmung. Und weint. Und sie hält ihn. Vielleicht und sie unterbricht sich selbst, schüttelt nur mit dem Kopf, streichelt sein Haar, hält ihn fest an sich gedrückt. Jandrik, ich kann verstehen, warum du das gemacht hast. Irgendwie kann ich es verstehen. Aber so kommen wir nicht weiter. Wir müssen mit kleinen, spitzen Stichen hier arbeiten. Nicht mit dem großen Beil. Und ich sehe, dass du Opfer bringen kannst und willst. Aber so kommen wir hier nicht weiter. So verlieren wir uns hier. Vollkommen. So haben sich so viele hier verloren. Deswegen ist dieses Land so traurig, so trostlos. Aber wir atmen noch. Aber ich glaube, wir können jetzt hier nicht jeder Zweck heiligt die Mittel. Das war das Einzige, was ich tun könnte. Ich weiß, das Einzige, was du gesehen hast. Und sie drückt ihn nochmal an sich. Aber Jandrik, das war gefährlich. Sehr gefährlich. Weißt du, Gefahr ist mein zweiter Vorname. Gehen wir zurück. Ja. Und wenn du so etwas mit mir versuchst, töte ich dich. Da freue ich mich schon drauf. Es wird nicht wehtun. Dich kann ich nicht töten. Tut mir leid. Jandrik macht sich los und geht langsam zurück. Ein, zwei Schritte hinter ihm folgt Mora.
hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen und zweifelt sogar das an und folgt ihm zurück zu den anderen. Ihr trefft euch, weil ihr unterschiedliche Wege genommen habt, irgendwann wieder in der Schankstube, die inzwischen gut gefüllt ist. Slavian der Große führt seine großen Jonglagekünste vor und singt ein paar Lieder. Die Menge grölt. Ein Mann hat seine Fiedel ausgepackt und spielt dazu ausgelassene Stimmung. Die Leute tanzen teilweise auf den Tischen. Slavian hat sie völlig im Griff. Der Hut vor ihm schon prall gefüllt mit Münzen. Das Bier und der Wein fließen in Strömen. Niemand hat irgendwie eine Ahnung davon, was heute Nacht passiert ist. Und in der hintersten, dunkelsten Ecke lasst ihr euch nieder an dem großen, runden Tisch. Osko würde ein bisschen länger brauchen. Deswegen hoffe ich, dass die anderen schon mal so weit sind, sich dorthin setzen. Er geht eine etwas größere Runde und schreibt sich, bevor er diese Nachricht vergisst, die ihm zugute gekommen ist, mit einem kleinen Kohlestift, den er dabei hat, die Zeilen auf den Arm. Deswegen braucht er einige Zeit, schließt dabei die ganze Zeit die Augen und probiert sich an das zu erinnern, an diese Stimme, die er im Wind gehört hat. Und rund um seinen Unterarm kritzelt er Zeile und Zeile und Zeile. Zieht dann seinen Leinenärmel darüber, zurrt ihn zu und kommt dann einige Momente später erst zu den anderen. Mora hätte sich zu Astanio gesetzt und dabei kurz seine Schulter ergriffen und ihm zugenickt. Nur um nochmal zu versichern, dass es ihm gut geht. Und dabei hätte sie auch mit einem flüchtigen Blick etwas auf seiner Stirn gesucht, was jetzt nicht mehr da ist. Und irgendwie hätte sie dann doch gelächelt, weil sie es nicht findet. Astanio sitzt da mit zusammengepressten Lippen und umklammert einen Bierkrug den ganzen Abend, an den er kaum dran nippt. Mora hätte sich doch noch einen Wein bestellt und hätte angefangen zu trinken. Es wäre nichts. Es wäre sehr entspannt und locker. Und trinkt. Habt ihr euch ausgesprochen? Ich habe mir ein bisschen die Leviten gelesen. Ich war Ich kann mit sowas nicht umgehen. Wer kann das schon? Niemand von uns. Hast du Osko gesehen? Er wollte noch ein wenig spazieren, aber wenn er nicht gleich um die Ecke kommt, sollten wir uns auf den Weg machen, ihn suchen. Ich glaube, wir haben genug Schrecken für eine Nacht erlebt. Oh ja. Ich bin das nicht gewohnt. Das alles hier. So viel Freude in einem Raum und Mora lässt ihren Blick schweifen. Elena knackt mit den Fingern ihrer Faust. Ich verfalle manchmal in alte Muster. Dabei habe ich in diesen Landen länger gelebt als auf Kurkum.
Merkwürdig, nicht wahr? Naja, das steckt irgendwie in einem drin, aber... Was meinst du genau? Und Mora schiebt dir auch einen Weinbecher hin. Ich hätte niemals das verlangt, was Erstanio heute für mich gemacht hat. Aber? Eine erste Reaktion war, ich meine, zu scheuer. Nicht meine erste Reaktion, aber wenn es geholfen hat? Ein Gutes hat die Sache. Wir wissen jetzt, woran wir sind. Das ist das Einzige, was ich von diesem Gespräch wollte. Und eigentlich haben wir noch zwei Dinge mehr bekommen. Ach, da ist Osko. Osko stößt die Fronttür der Schenke mit seiner Schulter auf. Ihr seht, er hat seine Hände in seinen Taschen, in seiner ledernen Hose. Kommt dann etwas... nicht wirklich abwesend, aber er starrt so auf den Boden, scheint so, als ob er mir überlegen würde, immer etwas nachdenken, kommt dann zu euch in die Ecke. Da ist er ja. Wir müssen doch keinen Suchtrupp losschicken. Ach, nein, nein, nein. Ich muss mir nur etwas die Beine vertreten. Und Osko setzt sich hin. Vielleicht, ob es Glück ist, weiß ich nicht. Ich habe... Durst hast du, Durst. Und sie schiebt auch dir einen Weinbecher hin. Nein, das war es nicht, was ich sagen wollte. Und ganz leicht zieht er den Ärmel der linken Seite nach oben. Und man erkennt halt, dass er da etwas aufgeschrieben hat. Vielleicht... habe ich unverhofft eine Nachricht bekommen. Gerade. Astanio? Astanio blickt über seinen Bierkrug und nickt dir zu. Vielleicht hast du unverhofft nochmal Glück gehabt. Wer weiß, von wem sie kommt. Vielleicht war es auch Boron, der uns seine Hilfe zukommen lassen hat. Und das flüstert dann Osko. Natürlich, Richtung Jandrek. Was? Das war eine Nachricht. Sie kam mit dem Wind. Ich habe gewartet, als ihr euch jeweils zum Sprechen auf den Weg gemacht habt. Und der Wind trug Worte mit sich. Und die musste ich niederschreiben. Ich hatte Angst, dass ich sie vergessen würde. Deswegen brauche ich entweder ein Stück Pergament oder... Mora kam schon in den Innenseiten ihres Mantels. Moment. Und sie zieht einfach nur ein kleines Stück Pergament heraus, faltet es auf und sucht dann nochmal und zieht auch einen kleinen Kohlestift raus. Ja, und Osko lehnt sich dann in Moras Richtung, zieht dann den Unterarm so weit nach oben bis zum Ellenbogen, wo er die Zeilen klein mit Kohle auf seine Hand geschrieben hat. Würde dabei schauen, dass niemand in der anderen Schenke zu ihm rüberschaut. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber das muss etwas bedeuten. Von wem die Nachricht auch immer stammt. Ich hatte ein Gefühl, wie wenn ich im Gebet bin. Es war aber schon anders. Es war wie ein kalter Schauer, der aber mich nicht das Fürchten lehrte, sondern wie ein kalter Winterwindzug. Ich glaube nicht, dass das von diesem Dämon stammt. Und Mora blickt auf die Buchstaben, die sich da formen auf dem Pergament und liest. Kommt dir das bekannt vor?
Jandrik kommen die Zeilen bekannt vor. Er kennt diesen Spruch, denn auch er hat ihn irgendwann einmal erhalten. Und mit ihm über diesen Spruch mit Rondria gesprochen. Es ist die Prophezeiung des Orakels der Nacht. Es ist die Prophezeiung. Die Prophezeiung des Orakels der Nacht. Aber warum hörst du es hier im Wind? Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich der Einzige, der zugehört hat. Wahrscheinlich. Die Frage ist für mich nur, was das zu bedeuten hat, alles. Ich muss darüber nachdenken. Schreib alles genau auf. Aber ich kenne diese Worte. Wir müssen mit Baronte hier sprechen. Ich muss nachdenken. Osko schaut in die Runde, während wir weiter die Zeilen aufschreiben. Drei greifen. Zwei verraten, einer besteht. Bin ich der Einzige, bei dem das klingelt, oder? Haben wir einen Teil dieser Botschaft gesehen? Ihr erinnert euch ja alle im Traum. Ja. Ich denke auch. Aber warum habe ich sie jetzt nochmal gehört? Warum jetzt nochmal? Irgendetwas muss doch darin stehen, was uns helfen soll. Was ist davor? Die Zeilen davor. Geist geschwächt durch hohes Opfer. Albtraum getroffen vom gleißenden Blitz. Albtraum, also Takuni tot? Möglich. Gleißender Blitz. Was auch immer. Nein. Der Blitz. Der Blitz ist nicht Praios. Der Blitz ist Rondra. Rondra ist der Sturm. Der Greif ist Praios. Ja, die Sonne. Aber der Blitz und der Donner, es sind Rondra. Ist das... Ja, das stimmt, das ist schon passiert. Warung. Wazazors Hort wurde doch getroffen vom Streitwagen Rondras, als die Rondrianer Warung eingenommen haben. Es war überall Thema. Und Praios ist geschwächt durch sein Wunder. Moran blickt wieder auf die Zeilen. Wo liest du Praios? Ich. Stand da nicht Greif? Geist. Oh. Ja, seine Handschrift. Geist und das Vergessen. Geschwächt durch das Leben. Das Vergessen. Boron. Geschwächt durch das Leben? Und Mora blickt jetzt zu Jandrik. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Aber mein Geist ist leer. Wir sollten uns Zeit lassen. Wir sollten jemanden finden, der sich besser damit auskennt als ich. Ich bin kein Geweihter, schon vergessen. Wenn es da etwas ist, was gerade passiert oder schon passiert ist, dann sind wir mittendrin in irgendetwas Wichtigem. Ja. Etwas... Ich meine, wir waren immer klar, dass alle wir Teil eines wichtigen Plans sind, aber dann sind wir mittendrin in diesem Kampf, den wir alle gesehen haben, oder?
Ja. Wasker, schreib es genau auf, Wort für Wort. Und dann schauen wir es uns morgen genauer an. Ich kann nicht mehr denken, Mann. Heute werden wir es nicht lösen, dieses Problem. Sieger wird sein, dessen Streiter Treue dient. Ich glaube, Janrik, du hast recht. Vielleicht sollten wir uns jetzt nicht, wo wir alle noch so aufgewühlt sind, darum kümmern. Ihr solltet, glaube ich, alle schlafen gehen. Ruht euch aus. Wir gehen die Sache morgen an. Okay. Ja. Hendrik steht auf. Sein Blick wandert nochmal zu Astanio. Verharrt er für eine Weile. Dann seufzt er. Geht am Tisch vorbei. Dort streift sein Finger nur ganz kurz über Moras Rücken. Und dann ist er davon, die Treppe hinauf. Was soll's? Osko hebt die Hand, winkt zur Frau an der Bar. Für mich auch noch ein Wein. Und mit dieser Bestellung verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Oh ja. Just got serious. Oh. Immer wenn man sich denkt, es ist schon echt schlimm. Ja. Ah. Deswegen heißt es ja auch, schlimmer geht immer. Wunderschön. Stark ja, gespielt auch Astanio. Die Konfrontation super, super gemacht. Finde ich richtig gut. Ja. Danke, Gevatter, danke. Und sich nicht für den einfachen Weg entschieden. Die Liebe, wie gesagt. Ja, ja, ja. Das müssen die Leute auch erstmal begreifen. Und ich dachte mir echt so, wenn der jetzt nochmal, wenn der wirklich einen Pakt eingeht. Wir hatten davor gesagt, dass wir das nicht machen, und Elena hat am Anfang hat dann noch gesagt, lass dich bloß nicht von ihm berühren. Und deswegen habe ich versucht, die Hand abzuhacken. Ich hoffe, Elanor ist zufrieden mit dem, wie ich Elena gespielt habe, aber ich habe mir jetzt am Ende mit dem Schlag habe ich mir halt gedacht, dass es so hat sie Elena bis jetzt ja auch gespielt, dass Elena sich nicht eingesteht, wie die Beziehung zwischen Astanio und ihr sind. Und ich denke, das passt ganz gut an der Stelle. Diese Zwiegespaltenheit zwischen ich bring den Kerl um und der hat was voll Tolles gemacht gerade für mich. Der Schlag war unfair. Ja, war er. Nein, fand ich überhaupt nicht. Tengil sagt auch, wow, heftig, well played, danke für die Runde. Valinoe, 86, nicht 87 und nicht 85. Wahnsinnig fesselndes Spielen, vielen Dank. Vielen Dank für den Kommentar. Der Gevatter sagt auch, vielen Dank für die intensive Runde, ja. Muss man auch erstmal so können, wie der Marot seine Tränchen verdrücken und so, ne? Kann nicht jeder, ja. Wie gesagt, ich hatte dann zwischenzeitlich, habe ich ja in den Gruppenchat auch reingeschrieben, so uff. Das nahm schon richtig mit, das war schon klasse. Mhm. Das muss es nur noch Astanio rausfinden. Momentan hat Astanio wieder eine Ballungswut in seinem Magen wie sonst was. In dem Moment auch.
Mora war so wütend. Sie war so wütend. Hat man gar nicht gemerkt. Und dann dachte ich mir so, ich will wütend auf dich sein, du Scheißkerl. Und jetzt weinst du. Ah, was soll ich tun? Sag mal, weinst du oder ist das der Regen? Es war wirklich so, eigentlich wollte ich dich verprügeln. Ich habe wirklich gedacht, dass ich das Gespräch mit der Kopflos beginne. Und dann... Zitat dieser Runde, die Frauen wollen die Männer einfach nur verprügeln. Mir war es aber auch wichtig, am Anfang sozusagen dann auch die beiden auseinanderzuhalten irgendwie. Ja, war gut, super gespielt. Ja. Weil für mich war das halt, ja, das ist doch genau der Scheiß, den der Dämon eigentlich erreichen möchte. Und jetzt und ihr steigt völlig drauf ein. Ja, natürlich. Irgendwie müssen wir ja Dämonen auf uns aufmerksam machen. Es ist schon eine heikle Szene gewesen. Ich denke, die Beschreibung war ja auch ganz, ganz passend. War schon gefährlich, so mit dem zu spielen und so. Und ich habe schon bedacht, Mora müsste jetzt irgendeinen umbringen. Ich glaube, das hat Jandrik zwischendurch auch gedacht. Ne? Darum ging es ja die ganze Zeit, ja. Und Astanio hat gesagt, bring mich doch bitte mal einer um. Ich will nicht mehr. Ich will raus hier. Macht es endlich, dass das aufhört. Einfach nur. Na, jetzt sind die Fronten wenigstens klar, ne? Klar gestückt und so. Und, Absolut. Ja, also Jandrik hat ja auch gesagt, das findet er jetzt gar nicht so dramatisch. Ja? Also jetzt ist wenigstens die Wahrheit raus. Was soll's? Aber was der Seelensammler gesagt hat, ist natürlich auch eine wahre Sache. Bis jetzt hat er euch ordentlich geholfen und unter die Arme gelegt. Absolut, ja. Und ab jetzt... Das mag eventuell sein, aber am Ende ist er trotzdem ein Dämon. Und das ist einfach allgemein gegen alles, für was die Gruppe steht. Dementsprechend habe ich... Ich habe versucht, dadurch einen Kompromiss ehrlicherweise zu finden. Ich bin auf Jandriks Wunsch eingegangen. Ich habe es machen lassen, aber ich lasse mich nicht berühren, weil ich sonst gegen den Wunsch von Lilinda verstoße. Also irgendwo muss man halt die goldene Mitte finden. Also ja. Berühren hätte ich mich nicht lassen, zu 100% nicht. Und dann kam auch noch die Karte mit Rondra, Zweikampf und Ehre. Also bei aller Liebe, das geht nicht. Ja, und vor allen Dingen, eigentlich hast du richtig gewonnen, muss man ja auch sagen. Du hast das Mal nicht. Ja. Und bist nicht in irgendeinen Pakt eingegangen. Die Konsequenzen. Die großen Probleme haben wir einfach auf später verschoben. Ja, genau das. Also die Konsequenzen werden definitiv kommen. Mal gucken, wann, aber natürlich werden die Konsequenzen kommen, aber ich glaube, es war von Anfang an klar, dass wir uns nicht mit dem Herrn verbünden in irgendeiner Weise. Also für mich war es klar, deswegen habe ich auch so radikal reagiert. Ja, ich habe irgendwie, ich hatte sehr viel Spaß auch daran, die Szenerie irgendwie aufrechtzuerhalten. Irgendwie, es ist ein bisschen schwer, finde ich, diesen Player irgendwie im Spiel zu halten. Eben aus den Gründen, die ihr auch schon gesagt habt, irgendwie, dass der euch ja bis jetzt nur Gutes getan hat. Aber es ist halt so, dieses Schwarz-Weiß-Denken wird an dieser Stelle halt aufgebrochen. Das finde ich halt an diesem Szenario so interessant. Ne? Dass es so viele Player im Spiel und auf dem Spielfeld gibt. Und man nicht irgendwie alles in schwarze und weiße Kamele rote und weiße Kamele aufteilen kann. Das ist ja genau der schmale Grat, auf dem Jandrik die ganze Zeit balanciert. Ja, dass genau, er eigentlich erzogen wurde, schwarz-weiß zu denken. Ja, und es bricht ja auch langsam auf durch die Erlebnisse, die er hat. Heute ist es ja auch komplett aus ihm rausgebrochen, irgendwie, dass er das nicht kann so und dass er irgendwie aber darauf konditioniert ist. Und genau. Ich finde, für solche Charakterentwicklungen lohnt sich so eine Spielrunde halt. Ne? Absolut, ja. Das gilt ja auch für Mora im ungeklärten Schluss, die ja jetzt heute durch diesen emotionalen Ausbruch ja genau den umgekehrten Weg gegangen ist. Die war früher irgendwie total irgendwie in den Schatten, in den Zwischenräumen, in den Grauzonen unterwegs und jetzt auf einmal schwarz oder weiß. Ja. Ne? Also es ist genau, die beiden bewegen sich. Die will sich halt eigentlich nicht mehr diese Grauzonen und der Zweck heiligt die Mittel.
Und genau diese Schiene fährt Jandrik oder beziehungsweise wird hier versucht zu etablieren. So der Zweck heiligt die Mittel. Und sie denkt sich, ey, den Scheiß habe ich doch jahrelang gemacht. Ist das jetzt nicht einfach mal vorbei? Ja. Ja, zwischendurch hatte ich irgendwie so das Gefühl, als er da miteinander geredet hat, so irgendwie Osko wollte so ein paar Mal so. Ja. Sie ist so, Osko, hau doch mal auf den Tisch jetzt. Ja, der haut dann nicht auf den Tisch. Also, das ist nicht so. Irgendwann kriegen wir Osko dazu, dass er auch mal von sich, also ich finde das immer so. Hat er ja schon ein, zwei Mal, ne? Ja. Also, wenn er denn muss, macht er das ja auch, ne? Aber es ist irgendwie, er hält sich ja immer zurück. Er lässt die anderen. Ich finde das auch, ich finde den Charakter halt super, super spannend. Und da finde halt irgendwann so, irgendwann muss es aus diesen Ausbruch gibt es irgendwann auch bei ihm. Verdammt, jetzt reicht's aber mal. Ja. Er braucht so einen kleinen Stock und dann so, nein, 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 nein. Und die kriegt mal eins auf die Nase. Ich brauche einen großen Stock. So ein Knüppel aus dem Sack. Ja. Wie war da, wenn wir schon mal bei Osko sind, wie war es aber auch wichtig, diese eine Szene endlich mal zum Abschluss zu bringen, weil das immer noch für mich ein bisschen in der Waage war, weil Astalio hat zwar immer gut von Osko redet, ihm aber nie ins Gesicht gesagt, dass er wirklich stolz auf ihn ist. Ja. Die passt ja auch in der Situation halt auch super gut, ne? Irgendwie man irgendwie so eine Abschied. Gleich ist es vielleicht, genau, ein Abschiedsding hat, ne? Ja. Und ich habe mich schwer getan, ja, heute auch Elena zu verkörpern. Die war auch heute eigentlich nötig. Leider schade, dass Ella noch nicht dabei war, aber an der Stelle habe ich halt auch irgendwie geguckt, dass ich sie da genauso, wie ich es von Ella nur gespielt immer wahrgenommen habe, irgendwie, dass auch selbst in diesem Abschied irgendwie das nicht so. Die ist halt emotional so zurückgefahren immer noch. Weil sie genau auch da. Ja, genau, weil sie das halt so gelernt hat, ne? Ich fand es sehr pointiert und plotdienlich. Also beides gut. Ja. Und das soll ja, wenn man einen Charakter als NSC spielt, soll man genau das ja machen. Ne? Also bringt ja nichts, da ewige Volksregeln zu halten, aber ich finde, du hast da eine schöne Mitte getroffen irgendwie. Ja. Ja, es ist halt immer schwierig für den Spielleiter, wenn man Spielercharakter spielen muss. Aber ihr habt ja alle auch irgendwie, ihr verkörpert alle eure Charaktere ja inzwischen so gut. Wir sind ja in der 19. Folge jetzt schon. Ich sage ja immer, ich spiele die Charaktere ja immer zu einer gewissen Teil mit. Und das kann ich nur so gut, wie ihr die verkörpert und mir den Eindruck davon gebt, wie die Charaktere sind. Ne? Also das ist halt das Kompliment auf die andere Seite. Ne? Also und jetzt kommt irgendwann Ella nur und sagt, das hätte ich voll anders gemacht. Ich glaube, das war schon ganz gut gespielt. Also ich habe Elena da total gesehen, muss ich sagen. Vor allem der Faustschlag, der war richtig. Ja. Der passte auch voll zur Amazone, das ist glaube ich ganz klar. So, ich schaue jetzt noch mal kurz nach, wo ich euch jetzt gleich hinschicke. Währenddessen könnt ihr ja mal, die ihr hier Kanäle besitzt, ja auch kurz mal Werbung für eure Sachen machen. Wenn ihr Informationen braucht zu den Socials von Marot, Ozzy, Kako und Sierra, dann könnt ihr Ausrufezeichen und deren Namen eingeben in den Chat. Wenn ihr später auf YouTube schaut, alles in der Beschreibung unten drunter. Und macht mal kurz Werbung für euch. Ich glaube, zumindest bei Marot weiß ich, dass da einiges Neues gerade kommt, was man ruhig mal erwähnen könnte. Ich fange mal kurz an. Also ihr kennt ja meine Seite rollenhörspiel.de schon. Und zurzeit die Scherbenkinder, das ist ja ein relativ großes Projekt, was ich da zurzeit mache, für meine Verhältnisse groß, also lang. Da kommen jetzt irgendwann, vielleicht nächsten Sonntag, weiß noch nicht, die nächste Episode. Und da bin ich schon fleißig am Weiterschneiden und ganz groß im Hintergrund, das dauert aber noch und wird ziemlich komplex, habe ich im Moment ein sehr großes Projekt, ein historisches Rollenspiel, Pompeji in Planung. Da habe ich auch schon einiges für gemacht, aber das dauert noch eine Weile. Aber schaut einfach mal auf die Seite. Was macht der Ossi? Der Ossi macht momentan weiter seine Animationen. Die gibt es inzwischen auch in großer Form, in langer Form, in so 2-Minuten-Takt mit Mood-Animation und sonstigen etwas, wo man dann so ein bisschen sich über entweder über Themen aufregt oder sich sarkastisch darüber mokiert. Ansonsten sieht man mich dann und wann mal auf Twitch Spiele streamen, aber das eher unregelmäßig.
Dann, wenn ich mal Zeit und Lust und es nicht so verdammt warm ist wie momentan. Das ist nämlich momentan nicht. Man sieht es jetzt ja schon, ich schaue momentan nicht gut aus bei der Hitze. Wir alle nicht. Bitte? Außer Sierra. Und Kako. Und Mann. Noch gerettet. Gibt's denn bei dir was, Kako? Ja, leider, streamtechnisch gab es jetzt die letzte Zeit sehr wenig, aufgrund dessen, dass ich halt vor ein paar Wochen dem großen C anheim gefallen bin und danach jetzt auch ein bisschen was zu tun war. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit noch mal einen Stream hochgeladen und ich war in der letzten Zeit wieder sehr aktiv auf Instagram. Da habe ich nämlich mal meine Zwischenergebnisse geteilt von meinem diesjährigen oder diesmonatlichen Monatsziel. So. Das heißt, wenn ihr da mal ein bisschen auf dem Laufenden sein wollt, schaut da gerne mal da vorbei. Ansonsten hoffe ich, dass an den nächsten Wochen jetzt auch wieder endlich mal Zeit ist für Streaming. Wobei das jetzt in 2 Wochen auch wieder schon nicht der Fall ist, weil da bin ich auf dem Wacken. Aber gut. Viel Spaß. Ja, schaut auf jeden Fall mal überall vorbei und lasst Liebe da. Und vor allen Dingen Liebe da lassen. Ich habe gerade was Schönes gefunden für euch. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen spielen. Eins der Spiele, die ich unbedingt auch mal spielen will, Monster Hearts wird nämlich gespielt. Von dem Kanal Familiennerd. Da spielen sie gerade Monster Hearts den ersten Tag. Das heißt, sie sind gerade frisch dabei. Also lasst da auch mal Liebe da, benehmt hat, euch. Hat Sierra schon was über sich erzählt? Ich war okay, ganz schnell. Kurzfassung. Bei Twitch braucht ihr im Moment nicht vorbeischauen, außer ich komme mal als Gast beim Kako vorbei. Das bestimmt sehr bald und hoffe ich gerne wieder mit dem Miniaturen bemalen, weil ich habe da neues Equipment, das ich ausprobieren möchte. Genau. Und ansonsten stecke ich halt gerade mitten in einem Umzug, deswegen verzeiht es mir, wenn es im Moment ein wenig weniger ist auf Instagram und auf Twitch. Aber hoffentlich nach dem Umzug wieder mehr. Dankeschön. Verzeihung, dass ich dich übergangen habe, das war nicht meine Absicht. Ja, also jetzt viel Spaß bei Familiennerd und Monster Hearts. Da geht es um Monster in der Highschool und um Liebe und ein ganz tolles System und Setting, finde ich. Lasst euch überraschen. Viel Spaß. Und wir sehen uns wieder hoffentlich in 2 Wochen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.